Spabam, da sind wir am Morli-Tisch. Auto wieder heile, jawohl, das ist tatsächlich wieder ganz. War tatsächlich eine Stelle am Kühler undicht, die haben wir jetzt abgedichtet. Und dann war noch das Problem, dass ich das noch was da irgendwie nachlief wegen der Klimaanlage etc. Jetzt haben wir das aufgefüllt, gemacht, Probefahrt, alles. Bis jetzt passt es, wenn es morgen alles passt, dann sollte das schon klappen. Da bin ich ganz froh drüber, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich das verdeckt natürlich. Schönes Porträt, was ich heute gemacht habe, das ganze andere. Ja, das Bild ist ziemlich cool geworden. Also bin ich ja gerade aktuell noch viel am Rumprobieren. Warum probiere ich überhaupt viel rum? Die Schminke hat mir wunderbar ein Support-Paket zugeschickt. Das seht ihr übrigens hier schön. Hier. Wo ist der Finger? Wo ist der Finger? Wo ist der Finger? Da! die machen natürlich sehr coole Künstlerfarben und da habe ich ein paar zugeschickt bekommen, gerade zum Mischen für Hauttöne. Und da habe ich mir selber Hauttöne gemischt, und die stehen übrigens da oben. Und mit denen probiere ich gerade rum und das ist aber ziemlich cool, weil im Endeffekt habe ich nicht mehr wie wie die vier Töne hier benutzt. Dafür bis jetzt habe ich eigentlich nur die hier benutzt, das Basis-Cyan, das Basis-Magenta, indisches Gelb und Brillantgrün. Das sind die hier. Da-dam, da-dam. Und aus den Tönen habe ich mir super viele andere Töne gemischt. Ein helles Braun, ein orangenen Hauttonen, einen brauneren Hauton, so einen rötlicheren, so ein bisschen hier, so ein bisschen fetzigeren, bräunlicheren und so weiter. Und natürlich ein neutrales Grau. Das habe ich mir natürlich auch noch gemischt hier. Das ist richtig spannend und funktioniert hier zum Beispiel wunderbar. Kann ich mal ganz kurz erklären und zeigen, bevor wir loslegen. Hier ist natürlich kein Schwarz drin. Das habe ich bis jetzt alles mit den Farben gemacht. Das Coole an den selbstgemischten Farben ist, dass ich die natürlich nehmen kann. Ja, zum Beispiel eher das Orangene, so für das Grundding. Und dann habe ich geswitcht irgendwann auf eher das Bräunlichere und habe die Schatten gemacht und da ich weiß, was ich da dran anteilig drin habe, weiß ich ungefähr, wie sich das verschiebt auf der Fläche. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also es hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Und mit dem Neutralgrau kann man auch super den Ton wie hier oben so ins Bläuliche verschieben. Das ist Absicht, weil das halbe Gesicht, das ist der Moon Knight von Marvel. Der hat ja eigentlich so ein, das ist ein ägyptischer Gott. Also kurz, ja. Das reicht ägyptischer Gott oder Sklave, wie man noch will. Und der hat überall so diese Mumienwickeln dran. Und der ist eigentlich da total grau, deswegen habe ich das hier schon mal ein bisschen verschoben, auch hier überall. Und ja, das ist für mich mega spannend. Kann ich super viel dran rumprobieren, gerade an dem Bild. Nicht nur die Hauttöne, sondern auch die Verschiebungen dann in das Gräulichere. Und dann nehme ich natürlich noch, habe ich noch das schöne Neutralgrau von denen bekommen. Das ist ungefähr das Graphit bei der Airbrush Color for You. Das ist dann mehr Leuten mehr im Begriff. Habe ich auch noch nicht probiert. Das werde ich dann für den Rest noch benutzen. Habe ich voll Bock drauf. Und für so ganz dunkle Geschichten und so. Hier habe ich ja zum Beispiel mega viele Töne übereinander gelegt. Plus das Neutralgrau habe ich fast in Schwarz erreicht. Das ist super cool. Und für die Haare zum Beispiel, da nehme ich dann mal so ein Sepia. Wenn man mal sieht, das ist auch schon fast schwarz. Sepia-Ton ist auch ein super geiler Ton, um so dunkle Sachen zu machen und dann farbrein zu bleiben. Und da bin ich gerade aktuell ein bisschen dran. Macht super viel Spaß, ist aber so ein Projekt, das mache ich tatsächlich einfach mal nur für mich. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, einfach mal ein Projekt für mich. So, ich habe ja immer alles gestreamt oder aufgenommen oder immer irgendwas gemacht, da habe ich einfach mal Bock gehabt, mich mal hinzusetzen und das einfach mal zu machen. Hoppabab. Ah, Angriff. Ah, das Auge finde ich stark. Also das Auge ist irgendwie richtig cool, das gefällt mir. Ah, nicht so nah, geh weg. Genau. Ha, doppelt. Er war's. Nein, nochmal vielen lieben Dank an Schminke, dass die mir das geschickt haben. Finde ich super klasse, aber das machen wir heute nicht. Das wollte ich nur eingangs erwähnen. Weil wir jetzt natürlich auch nachher wieder mit den Schminkefarben arbeiten.
Die haben das natürlich alles hier so ein bisschen gesponsert, deswegen. Ah, da habe ich da hinten die schöne die Vitrine, da schiebe ich immer alle Bilder rein, die ich gerade nicht bearbeite. Das ist immer ganz fein. Und dann können wir nämlich hier an unserem Goblin weiter fummeln, an unserer Briefmarke. Das wird heute noch eine ganz andere Herausforderung, da wieder gut zurechtzukommen mit der Größe. Aber ich werde auf jeden Fall mal so ein Bild werde ich auf jeden Fall mal, komm, sag's, werde ich auf jeden Fall mal auf dem Kanal hier auch machen, so ein Porträt. So ein farbiges. Wenn ich damit jetzt mal einigermaßen gut zurechtgekommen bin, dann werde ich das machen. Muss ich mich erstmal schnell ausziehen für euch. Damit das auch gut passt. So, jetzt muss ich hier mal schnell nochmal aufs Mikrofon gucken. Was dudelt denn da so? Ach, das ist das Mikrofon. Okay. Kurz mal hier. Mikrofon. Ich muss das nur kurz mal ein bisschen von der Lautstärke höher machen, damit ich da mehr Spielraum habe. So, Dale, dann ist das doch super. Schön, dass ihr da seid. Ich trinke jetzt hier noch mein Käffchen nebenher. Schwarz wie meine Seele. Oh ja, bitte, mach mal so ein Bild auf Twitch. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ist nur noch eine Frage der Zeit im Endeffekt. Aber für mich war das natürlich jetzt erstmal völliges Neuland und da war ich erstmal total am Gucken, ob die Töne, die ich überhaupt gemischt habe, auch überhaupt funktionieren. Das ist mal nochmal gleich das ganz andere. Das zu treffen ist natürlich nochmal die ganz andere Geschichte. Und dann einfach mal zu gucken, wie diese on the fly auf der Fläche sich verhalten. Das ist wieder was Neues, da musste ich wieder lernen und gucken. Weil es ist dann gar nicht so einfach, deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich streame schon sehr viel gerne live, aber das ist mir dann zu anstrengend und zu komplex, um da nebenher noch Entertainment zu machen. Deswegen kommt das, wenn ich damit mal durch bin und dann auch ein bisschen sicherer, dann ist das irgendwie, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Alle da, ihr Fleißigen. Oh, der Markus, der ist jetzt hier auf seiner Sauftour, gell? Der Chaos nimmt das, der frisst wahrscheinlich gerade wieder sein Spoked, weiß der Geier was. Der Mann, fehlt auch noch, ja? So, jetzt machen wir mal ein bisschen das Gebläse hier an. Und ja, ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich muss so kurz die Kamera einstellen, wie ich kann. Der ist im Koma. Ist das so? Servus Achim, schön, dass du da bist. Jetzt ist es hier noch ein bisschen arg hell, ich mach's noch einen Ticken dunkler. Sehr strahlend. Immer, wenn hier die Sonne im Hintergrund untergeht, dann ist das immer so. Bisschen gestinkt, aber so kack. Also mit meinem Ständer hier bin ich sehr unzufrieden. Also normalerweise bin ich zufrieden mit meinem Ständer, aber der Kameraständer ist ja halt irgendwie so ein bisschen, geht mir so ein bisschen auf den Sack. So. Ist der Markus Koch noch gar nicht da? Dann kann ich ja gleich mal erzählen, weil er ja gesagt hat, ich muss mich nur so ein bisschen reinfuchsen. So ein bisschen reinfuchsen in das ganze Kratzen und Radieren und so, dann wird mir das schon Spaß machen. Das hat er ja mal gesagt und ich habe ja gesagt, ah, ich glaube nicht und so und ich muss leider gestehen, solange er jetzt nicht da ist, kann ich das noch schnell auspetzen. Ich muss leider gestehen, dass ich heute bei dem Bild sehr viel Freude dabei hatte. Und dann dachte ich mir so, nein. Naja, was heißt da nein? Es war gut, es hat Spaß gemacht und passt. Passt auf jeden Fall. Wird immer besser, ich verstehe den Reiz dran und so weiter. Wobei ich sagen muss, bei dem Bild, mit dem Porträt zum Beispiel, habe ich so super viel Freihand gemacht. Eigentlich ähnlich wie hier. Dann macht es mir Spaß, wenn man dann mit dem Kratzen und Radieren im Endeffekt nur highlightet, gar nicht so viel da mehr macht. Dann ist das alles für mich ganz cool. Ich werde jetzt gleich mal mit der Zipfelmütze hier anfangen, weil die ist super anstrengend, weil hier überall das Gesicht ist und ich keinen Bock habe, das zu versauen. Jetzt bin ich noch ein bisschen frisch. Jetzt machen wir die zuerst.
Ja, Ecke, das habe ich tatsächlich alles ein bisschen gekratzt, daran ein bisschen radiert. Man musste, die Stirn ist nicht so geil geworden. Woran lag das? Ich habe gestern um 10 Uhr abends damit angefangen. Ich habe dann angefangen mit Anfang, meine ich, habe das Ding erstmal vorgezeichnet mit dem Beamer und so. Und ich glaube um 11 Uhr. Und dann habe ich hier viele auf dem Papier rumprobiert und dann habe ich erst angefangen, glaube ich, wirklich ehrlich gesagt um 11 Uhr. Und dann habe ich nochmal 2 Stunden gebrusht oder so. Und da war ich nicht mehr ganz so frisch und das Licht war nicht mehr so geil. Da habe ich ein bisschen zu viel rumradiert so. Aber so der untere Teil ab dem Auge, das habe ich heute gemacht, so richtig frisch und cool. Und das sieht schon nochmal deutlich besser aus. Aber hey, das ist halb so wild. Das Ding ist halt bei so einem kleinen Bild, da so die feinen Poren einzuarbeiten, ist eine Heidenarbeit. Und ich habe jetzt auch keine Schablone, mit der ich das Dunkel quasi einsprühen könnte, um das zu machen. Deswegen bleibt das jetzt erstmal so, wie es ist. Aber ich finde, das sieht schon ganz geil aus. Und ja, das darf ruhig noch so ein bisschen, was ich immer ganz gern sage, den Zeichen oder den Malcharakter drin haben. Das soll ja kein fotorealistisches Bild werden, sondern ich wollte eh schon sehr lange mal wieder Porträts machen in Farbe, aber wusste nicht genau, wie ich das mit den Farben mache. Das hat man beim Luke gesehen, der ist nicht so geil geworden, weil da die Farbe null stimmt. Und jetzt habe ich mir eben durch die Schminkefarben habe ich die Möglichkeit, da super schön was zu machen. Und deswegen ist das voll geil. Und kann da viel machen und das macht dann auch viel mehr Spaß, jetzt wo ich das begriffen habe mit der Farbe, wie ich das manage, wie ich das Ganze zusammenmische, ist das für mich jetzt viel verständlicher und jetzt kann ich das super umsetzen. Aber wie gesagt, bin ja eh gerade viel am Rumprobieren mit dem Papier auch und so und werde da auch weiter noch rumprobieren, aber ich werde jetzt demnächst das sicher auch mal auf einer Leinwand wieder anfangen. Mal schauen, wie das da aussieht, da werde ich es dann halt mit Weiß machen, nicht mit Kratzen, wie das dann kommt und so. Das werde ich alles ausprobieren. Natürlich für euch, ihr könnt mit dabei sein und dann sehen, wie das so und so aussieht. Ja, aber das ist, also ich muss ganz ehrlich gestehen, das war super einfach. Also so ein Porträt jetzt machen mit den Farben, das sind nur Verläufe, das sind ständig nur Verläufe. Ich arbeite natürlich gern Freihand, alle benutzen es für Schablonen, dann für irgendwelche Hautfalten und so, das mag ich gar nicht, das sieht irgendwie total scheiße aus, finde ich. Aber das war super billig. Also ich habe heute mir echt gedacht, ey, das war so schnell fertig, wo ich mir dachte, so, pff, sehr einfach. Wirklich sehr, sehr einfach. Wir machen jetzt mal den Le Zipfel hier, diesen Strich hier von der Maske, links und rechts, den werde ich jetzt auch ein bisschen mit Absicht, ein bisschen Overspray nach links und rechts raushauen, weil ich den natürlich, der Hintergrund ist natürlich auch so lila. Damit das Ganze auch für mich sichtbar wird, kratze ich das dann einseitig weiß an. So ist es auch im Referenzbild. Aber dann sehe ich das im Bild und dann geht das nachher nicht verloren. Also muss ich mir jetzt schon mal ein bisschen wieder Gedanken machen, wie ich hier vorgehe. Und dann loge mal einfach mal. Ist natürlich hier wieder feines Brushen angesagt. Das feine Brushing. Jetzt machen wir erstmal das Feine. Machen wir nachher noch ein bisschen Overspray. Halb so wild. Das ist ein kleines bisschen rausgespritzt. Ich sehe gerade die Kamera ein bisschen unvorteilhaft. Die blöde Sau. So weit unten. So wird das schon passen. Ihr seht ja genug. Da habe ich so ein bisschen rausgebrusht, deshalb so wild. Wird ja nachher eh, der Hintergrund ist eh pink, also drauf hier schissen. Das kenne ich auch, das Problem. Hab ich beim jetzigen Bild. Da muss ich auch ich aufpassen. Nee, aber immer überlegen und aufpassen. Ja, das ist super wichtig, sich da einen gescheiten Fahrplan zu machen, um das Ganze dann auch wirklich sinnig zu machen.
Aber es bringt nichts, wenn man dann was macht und man nachher die dreifache Arbeit hat, weil man es nochmal rausarbeiten muss oder so. Das ist wirklich, ja, da muss man immer ein bisschen gucken. Wie gesagt, hier muss ich das erstmal jetzt kurz vorlegen. Dieser Zipfel wird eh nur so ein bisschen einseitig beleuchtet und das war's. Als hier nicht quasi, hier muss ich halt ultra aufpassen, dass ich jetzt natürlich nicht so schnell hier rein mal in die Backe oder ins Ohr, weil das natürlich eine sehr starke Verschiebung ins Braune hat, weil das Violett natürlich reinknallt. Das machen wir später, wenn wir den abdunkeln, nehmen wir natürlich die Grünmischung, die wir hier haben und fügen dann zu 5 Tropfen, ein Tropfen von dem Violett dazu, damit das einfach smoother bleibt. Das hat mir auch der Bass empfohlen und das werde ich auch machen. Aber hier ist das natürlich fatal, wenn ich jetzt hier links oder rechts voll reinmal, dann sieht das sehr schnell scheiße aus. Musik aufpassen. Kleiner Schwall. Ich muss nochmal was revidieren, Elke. Du hast ja die Transparente letztes Mal bei mir verdünnt. Ich habe gesagt, mach das lieber nicht, aber ich muss jetzt gestehen, nachdem der Mann mir gesagt hat, ich soll das mal ausprobieren, wie ich dann die Farben finde. Ich finde sie verdünnt tatsächlich noch einen Tick geiler. Die Transparente von der Schminke. Weil die tatsächlich nochmal einen Ticken smoother wird. Jetzt habe ich mich am Anfang hier unten die ganze Zeit am Untergrund abgestützt und habe hier geschafft. Und das war jetzt, den Rest habe ich jetzt ohne Abstützen gemacht, da kann ich viel besser schaffen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich mich abstütze, dann bin ich in der Bewegung zu limitiert. Das ist hier ein bisschen, immer ein bisschen besser, wenn ich das rausknall. Ja, Servus Manni. Morpheus. Moin aus Hamburg, Servus. Schaubar, weibliche Intuition, ja, absolut. Jetzt war Schaumeister. Ja, aber sowas von. Unser Meister ist ja noch irgendwie unterwegs. Gibt sich, glaube ich, heute die Kante, wenn ich das so richtig gesehen habe. So. Der Meister. Der Meistersäufer vielleicht. Ist das geil. Ja, wie gesagt, Zipfelmützchen ist heute als erstes dran, damit wie ich, bin ich noch am fittesten und noch am wachesten. Oh, schöner Kaffee, so richtig schön schwarz. Den liebe ich. Ah, weg mit dem Kaffee, so. Genau, deswegen fahre ich jetzt mal hier ein bisschen das Zipfelmützchen jetzt hier noch ein bisschen ab und dann können wir dann gleich mal anfangen, ein bisschen die Highlights reinzumachen und so, damit das nachher nicht untergeht. Siehst du, Mann, hast du mir geraten, ich soll das mal verdünnen, habe ich gemacht. Ich höre auf sowas immer ganz gerne und siehe da, es hat viel besser funktioniert. Also beim Porträt waren die Farben eh, die ich jetzt da gemischt habe, habe ich eh alle mit Wasser noch verdünnt. Aber das kam richtig gut. Also da war ich richtig froh. Das sind sowas, immer so tolle Tipps. Bringt mich auch weiter, probiere ich gerne aus und dafür ist die Community halt richtig cool. Servus, lieber Horst. Der Horst, Horst. Mir mal hier kurz orientieren in dem Ganzen. Ja, das ist, finde ich, gut, Manni. Immer mal.
alles austesten, andere Farben, andere Guns, andere Medien, andere Produkte, andere Untergründe, das bringt einem nur weiter. Sehe ich genauso. Ja, das ist gar keine Frage. Okay, wir haben schon so richtig geile Community mittlerweile. Vor allem Discord, das platzt bald aus allen Nähten. Da sind ja schon über 100 Leute jetzt dann bald drauf. Ja, das ist schon crazy. Das ist doch crazy shit. Also wie gesagt, hier kratze ich jetzt nur so ein bisschen oder mal das links und rechts ein bisschen aus, weil in der Mitte, und das sieht man hier an meiner Zeichenstrich, Bleistiftstrichzeichnung, dass das Ganze eigentlich an den Stellen überall sehr, sehr hell ist. Also das Licht kommt extrem hier drauf, deswegen bei den Pfoten auch hier und hier überall das Sonnenlicht, kommt das hier von links und dann halt hier das Stück hier entlang, das werden wir nachher noch gleich nachziehen hier, ganz fein links und rechts nicht, das geht nachher mit dem Hintergrund 1, aber hier vorne links, das ziehen wir alles nach, damit wir das auch sehen, wenn wir nachher den Oberkörper machen. Ich bin beim Essen machen. Das ist gut. Hab den scheiß Kopfhörer nicht gekoppelt bekommen. Da ist ja der Meister. Ja, was hast du denn gemacht mit deinem Kopfhörer? Wollte er nicht, so wie du wolltest. So, erstmal auf euch, Jungs und Mädels. Heute war ein schöner Tag. Jetzt wird er noch schöner. Ah, ist das geil. Jahren. Kasse Runde TV, hey, servus. Ich sehe schon gesehen, hier sind einige neue Leute dazugekommen, während ich nicht live war. Aber ich sehe, dass die Leute trotzdem abonniert haben, finde ich ganz cool. Es wächst auch immer mehr und mehr. So, jetzt machen wir mal hier den Rand, den schwarzen. Ja, ich hoffe, euch Banausen da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet heute einen geilen Tag, habt viel machen können. Es war geiles Wetter. Also ich finde, es war geiles Wetter. Ja, auch einiges gemacht. War schön in der Garage, hat am Auto rumgefummelt. Müssen wir mal kurz hier so ein bisschen das Feeling finden. I got the feeling. So. Ich muss da mal schauen, wo du so am Lernen bist. Kleine Rate oder nach Käffchen, das ist perfekt. Ja, das ist doch mal geil. Einfach so schön Radtürle machen. Ein bisschen Kaffee und Kuchen, das gab es bei mir heute auch. Dann noch ein schönes Eis dazu. Und dann war ich glücklich. Dann war ich happy.
Hier haben wir das Helling. Aber wie gesagt, hier passiert ja eh noch so viel in dem ganzen Bild. Da wird nur so viel Zeug mit den Komplementärtönen, wenn wir da noch sehr viel rausholen, was die Tiefe angeht. Ich versuche jetzt trotzdem mal ein bisschen, um das besser auch üben zu können, so viel wie möglich mit dem Ton hier zu machen und auch so dunkel wie möglich zu gehen. Habe ich es, glaube ich, nachher leichter, mit dem anderen Ton da reinzukommen. Natürlich hier in der Mitte schön das Highlight-Ding und da wieder schön mit dem Bleistift reingemalt. Das ist bei transparenten Tönen nicht ganz so ideal. Das sorgt ganz gern mal dafür, dass man den dann sehr lange sieht. Den werde ich jetzt nachher ein bisschen mehr radieren, um den rauszumachen. Da, 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 da. Hier habe ich übrigens, ich glaube, hier habe ich einfach mal rausgemalt. Da seht ihr noch einen Bleistiftstrich, der sollte da, glaube ich, gar nicht sein. Oder ist das das? Mist. Ja, doch, der gehört da schon noch rein. Jetzt habe ich die Linie versaut. Das ist die äußere Linie, das hier ist nur so ein Zwischenstrich. Den habe ich jetzt ein bisschen blöd reingemacht. Welches Mikrofon nutzt du denn, wenn ich fragen darf? Das ist das... Ha! Sieht man's noch? Das HyperX. Das ist ein wirklich gutes Mikrofon. Das hat sämtliche Preise abgeräumt. Das ist wirklich sehr gut. Ich muss kurz einmal schnell. Da hat sich das Kabel so verdreht. Kein Wunder, dass das hier. Turn around! Bevor ich das hier noch irgendwann mal abfricke. Das ist sehr geil. Das ist ein bisschen, das glaube ich noch das 2019er Modell oder so. Habe ich auch nur geholt, weil es relativ günstig war für 120 Euro und es kostet regulär über 200. Also denke ich aber wirklich bis jetzt ein sehr gutes Mikrofon. So, wer schreibt denn hier schon wieder? YouTube und natürlich Discord. So, jetzt muss ich hier den Fehler natürlich, den nehme ich jetzt einfach so, wie er ist. Und nehme den hier rein, Arschling. Hier ist natürlich wieder super feines Malen gefragt. Das ist eine, deswegen sei ja bei solchen Geschichten hier, da fange ich lieber mit dem an, weil das hier, das ist eher als ein bisschen... einfacher, sag ich mal. Aber hier wird es dann schon, wenn man sich da groß vermalt, wird es nicht ganz so geil. Und ich hätte fast heute den Fehler gemacht, dann hätte das falsche Rot genommen. Aber es war noch in meinem Hirn, dass ich versehentlich ja das Flame Red genommen habe letztes Mal für die Mischung.
mir fast das Falsche genommen. Das wäre fatal gewesen. Das hätte sich nachher, glaube ich, das hätte nicht geil ausgesehen. Wenn das dann nachher einen ganz anderen Farbton annimmt. Einmal kurz hier rausgespritzt. Wobei er Sausefüßler gemacht. Natürlich mein Lieblingsgerät. Der Gerät und der Gerät nehme ich gerade am meisten. Die läuft jetzt mittlerweile genauso wie die Alp Plus. Die habe ich jetzt auch wieder so weit eingeschafft, dass die außen wieder so richtig schön läuft. Schön weich und geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Wobei ich sagen muss, jetzt wo der Nils so über seine Eclipse Takumi Katori Hanzo hier so schwärmt, die wird sicher bei mir auch noch den Weg nach Hause finden. Irgendwann, aber die kommt sicher noch. Ja, das ist klasse. Ja, die AL Plus ist schon geil. Die macht viel Spaß. Die macht wirklich viel Spaß. Und läuft einfach. Du weißt ja selber, die läuft richtig schön, bei mir richtig schön rund. Man hat einen sehr empfindlichen Trigger und ich mag das total. Jetzt bin ich für euch natürlich so ein bisschen, das ist ein bisschen so ein Nachteil beim Streamen. Jetzt habe ich die ganze Staffelei zu euch gedreht, natürlich zur Kamera, aber also wenn ich die voll zu mir drehe, dann seht ihr nicht mehr so viel. Aber dadurch habe ich natürlich nicht mehr ganz die Option, ganz gerade zu sein. Mache ich immer ein bisschen Overspray auf der rechten Seite von dem ganzen Bild. Aber hey, ein Tod muss ich sterben. Ja, die Warte. Ja, weil die habe ich jetzt schon sehr oft gehört, Manni, dass die wirklich sehr gut sein soll. Also nicht nur von euch, sondern auch kriege ich immer wieder von anderen Leuten, auch gerade über Instagram und über Facebook, immer wieder habe ich das gesagt bekommen, dass ich die doch mal ausprobieren soll, die sei anscheinend so gut. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es halt immer wie mit allem im Leben, es muss dir einfach irgendwie passen. Es ist einfach, es muss dir einfach liegen, so die Pistole muss dir liegen und das Ganze. Wenn das irgendwie nicht ganz stimmt, dann wird es immer schwierig, aber ich finde, wenn das so einigermaßen gut passt, manche bevorzugen einfach die H&S vom Hebel, vom Ding, also jede Pistole ist ja auch ein bisschen anders geformt, das ist natürlich auch gar nicht zu unterschätzen. Sparmax liegt wieder ganz anders in der Hand, wie die Highline, die ich habe, oder wie die Silverline. Und das ist immer auch noch so ein Faktor, der spielt natürlich auch noch mit rein. Das ist immer so ein bisschen, aber ich habe da jetzt ja schon Gott sei Dank auch viel rumprobieren dürfen und können, auch durch meinen Airbrush-Partner, Airbrush for You, die übrigens jetzt ihre Internetseite abgedatet haben. Da kommt aber, ich glaube, wie er gesagt hat, zu mir gesagt, nächste Woche kommt nochmal ein besseres Navigationssystem in die Internetseite rein. Aber, um da mal kurz Werbung zu machen, das sind überall meine Videos verlinkt. Haha! Wo bin ich überall drinnen bei Airbrush for You? Das ist schon ziemlich geil. Aber die sind da auch echt ganz gut drauf. Ach, heute.
zunächst über einen schönen Apfelsaft. In so einem schönen sonnigen Tag, ein bisschen Apfelsaft, ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt der Apfelsaft von ganz allein. Geht schon los, noch nicht mal angefangen und schon am Singen. Leute, haltet mich bloß davon ab. Jetzt kriege ich noch Ärger mit meiner Frau, die ihr sagt, hör auf zu singen in deinen Streams. Du kannst nicht singen. Ja, genau. Ey, ich hab gestern um 12 Uhr, wo ich ja noch gebrusht habe an dem Porträt, dann einmal die Gans zurück und mir voll in den Finger gepiekst. Aber so gerade, dass ich die heute beim Putzen, das war übrigens bei der AL Plus hier, wenn ich mir die Nadel aber so sanft schön in den Finger, hey, Fliege, hau ab, du. So schön in den Finger gerammt, so gerade rein, dass die immer noch picobello gerade ist. Aber da hätte ich fast eine geschrottet. Die stottert heute ein bisschen, die Gans. Die natürlich heute nur zwischengereinigt und nicht sauber gemacht. Hoffen wir mal, dass die heute durchhält. Hoffen wir mal, die hält durch. So, das Referenzbild ist sehr dunkel hier. Das sieht man total beschissen. Deswegen mache ich das wieder, wie ich so Bock habe. Wie ich mir das so denke. Und dann mache ich einmal schön hier raus. Dann werden wir die Mütze halt größer machen. Das Mützele. Mützel. Das Scharmützel. Die Nachbarn sind übrigens ausgezogen. Nicht wegen mir. Aber die haben heute, die Möbelpacker, die denen geholfen haben, die haben mir so leid getan, weil die gestern und heute den ganzen Tag geschleppt haben. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, wie viel Zeug jemand haben kann. Die haben so eine kleine Bude da oben. Ist ja nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber die waren ein bisschen älter. Und die hatten so viel Zeug, dass das war sagenhaft. Die haben geschleppt und geschleppt, die haben gar nicht mehr aufgehört. Und ich stand irgendwann da, Alter, das ist wie bei Magier. Wenn du immer noch mehr Zeug aus deinem Hut zieht, irgendwie. Das war dann total lustig, weil ich ja nicht am Autoschrauben war und heute nochmal zugeguckt habe. Ich sage, ey, Wahnsinn, wie viel Zeug ihr habt ihr eigentlich? So, ja, sammelt sich ein bisschen was an über die Jahre, ey, das war crazy, ey. Weil ich ehrlich sagen muss, ich hätte heute auch keinen Bock mehr umzuziehen. Ich habe auch mittlerweile so viel Geraffel. Das wäre auch hart. Das wäre schon hart. Aber ich sehe gerade, ich glaube, wir haben schon lange keine Community-Bilder mehr angeguckt. Kann das sein? Das habe ich in letzter Zeit, glaube ich, ganz schön vergessen. Müssen wir heute auf jeden Fall mal machen. Ein paar Community-Bilder mehr angucken. Das haben die ja richtig vergessen, wenn ich ehrlich bin. Komm, du Mützel. Wappappa. Richtig schön funktioniert das. Ja, ein richtig schönes Mützele. Sowas liebe ich, wenn das funktioniert, wenn das läuft. Wenn das klappt mit dem Malen hier. Dann bin ich on fire. Der Dave ist on fire. Fire. Komm, leg meine Arme. Oh Mann, ey. Schon wieder ein Video, was ich nachher nicht monetarisieren kann auf YouTube, hä? Dann kommt wieder YouTube und sagt, Herr Groh sagt, das können wir nicht monetarisieren, weil sie sagen zu oft Eier oder Hoden oder so.
Ja, was soll ich denn sonst sagen? Ja, ist YouTube übrigens ist ultra streng, wenn man wirklich zu viel auch irgendwelche andere Begriffe wie Kokain oder sowas zu oft sagt, dann wird man da auch nicht monetarisiert. Das ist so klasse. Ja. Bin mal gespannt, Elke, wenn die Videos von dir und im Chaos Nips hier auf YouTube online gehen, ob die dann überhaupt durchgewunken werden. Dann liegt es nicht mal mehr nur noch an mir, sondern da liegt es nachher an euch. Geil. Das habe ich noch gar nicht bedacht, um ehrlich zu sein. Aber das wird schon passen. Und selbst wenn nicht, ist mir sau egal. Weil damit mache ich eh kein Reibach. This Zipfelmützle is on fire. Zipfelmützle. Wenn die Stimme passiert da nichts. Ja, genau. Da kommen dann nur noch Kommentare. Kann der Mann mit seiner rauchigen Stimme noch mal reinkommen? Wir sind sehr lieb. Ja, natürlich seid ihr lieb. Ich bin hier das versauteste Schwein von allen, natürlich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich habe übrigens ein neues Kratzutensil, was mir ganz gut gefallen hat. Das ist der Zahnstocher. Das Zahnstocherlay funktioniert ganz gut für wirklich ganz feine Sachen. Weil weder der Glasradierer noch, sag ich mal, der Radierer hier, kann ich so gut fein kratzen. Und mit dem Skalpell, das es macht, also Skalpell, bin ich eigentlich gar nicht ungeübt mit. Das kommt einfach berufsbedingt, weil ich ja die ganzen Flugzeuge da mal immer abmaskiert haben und rumgemacht haben beim Lackieren. Das funktioniert eigentlich echt gut, aber hier auf der Fläche zum Kratzen, ne, da, also gerade auf dem Papier ist das wieder was anderes. Da franzt das bei mir sehr unschön immer aus. Das nehme ich fast gar nicht. Das finde ich irgendwie ungeil. Aber der Zahnstocher ist dafür eine gute Alternative für mich. Nee, ich weiß, dass ich das noch retten kann. Wenn das echt mal der Fall sein soll, dann gibt es halt eine Folge, die muss dann halt als FSK 18 deklariert werden, dann ist das auch okay. Das ist geil. Das ist aber 18. Wie war das hier? Violence. Gewalt und Nacktheit. Wo die Nacktheit herkommt, da könnt ihr euch dann selber überlegen. Und hier sehe ich gerade, habe ich voll den Fehler gemacht beim Aufmalen, habe ich das nicht gesehen beim Beamer, weil mein Beamer ist so beschissen. Aber das Zipfelmützchen hängt über dem Ohr und das hängt, also die Mütze, die muss riesen Löcher haben, weil das wird übergestülpt über das Öhrchen. Das heißt, wir haben hier unten noch so einen Lappen, der dazugehört, wo man das eher erkennt, dass das so durchgesteckt sein soll. Das wird man hier sowieso nicht mehr erkennen, weil ich das schon verbockt habe. Aber wir nehmen es jetzt trotzdem noch mit rein und ich schließe das ab bis zum Gesicht. Dann passt das auch ganz gut. Kann ich natürlich da gar nicht so. Ja, wobei, vielleicht kann ich so reinkratzen. Mach mal, gucken wir einfach mal. This girl is on fire. Yeah, on fire. So, komm hier. Wie ihr seht, seht ihr nichts, nein. Ist jetzt für euch ein bisschen. Ihr seht jetzt hier natürlich nicht so viel, weil wir hier so einen riesengroßes Briefmarkengröße-Bild haben, wie der Nils das so schön gesagt hat. Und da ist das ein bisschen unvorteilhaft, wenn ich zu nah ranzoome, dann springe ich doch wieder hoch und wieder runter, dann seht ihr nur die Hälfte. Deswegen lassen wir das mal so. Na, 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 na. Also, Markus. Mann, sag ich Markus schon.
Mann, so geht das ja gar nicht. Nee, das habe ich schon gesehen, das haben schon mehrere gemacht. Da gibt es ja diese Minenstifthalter und da kann man ganz gut so einen Zahnstocher einspannen. Das ist sehr, sehr sinnig. Aber die brauchen wir nicht. Die Jugend bringt uns was bei. Ja, natürlich, Dani. Also, das fängt, ich merke das jetzt schon. Das fängt beim Kindergarten an. Meine Tochter war da jetzt, keine Ahnung, wie viel, 2, 3 Monate, wo die da jetzt drinnen ist. Und, keine Ahnung, kommt jetzt schon mit Ausdrücken nach Hause. Das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt weiß ich gerade gar nicht, ja, was hat meine. Was sag ich immer so oft, was meine Tochter jetzt letztens gesagt hat? Das fand ich so gierig. Ah. Da sind wir irgendwie spazieren gewesen, hat die irgendwas gesehen und hat gesagt, na, nicht Eierloch, sondern das war noch was anderes. Ah, ich komme aber nicht mehr drauf. Die hat irgendwie das Schiff gesehen und dann hat die das Schiff gesehen und hat, boah, ist das. Und dann hat die nicht geil gesagt, sondern irgendwie, ah, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir irgendwann mal wieder ein. Kann ich es euch erzählen. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ja, kann auch sein, Mann, dass ich das bei dir Tage schon gesehen habe und dann jetzt selber auf die Idee gekommen bin. Nein, ich sehe immer so viel und mache auch so viel den Tag über, deswegen kann das schon sein. Ist wahrscheinlich sogar einfach nur untergegangen. So, ich ziehe jetzt mal hier die Außenlinie. Ich mache das mal wieder mit dem Glasradierer, weil der hat eigentlich bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Bei dem Bild habe ich den ja fast nur benommen, deswegen nehme ich den auch weiterhin. Um da so ein bisschen die gleiche Struktur drin zu lassen, damit das auch ein bisschen identisch alles aussieht, ja. Und hier ziehe ich jetzt aber auch wirklich, der hat hier auch eine helle Kante, aber ich ziehe die jetzt wirklich bewusst richtig schön durch, weil wir natürlich nachher hier auch wieder mit dem Oberkörper nachher dagegen malen. Du siehst, da habe ich vergessen, hier ein bisschen Overspray anzulegen, damit das gleich mal sichtbar ist. Machen wir das mal. Das mache ich jetzt mit Absicht. Ein bisschen Overspray, damit man das nachher, wenn ich dann den Oberkörper mache, wie die Stelle aussehen. Sonst bringt mir das ja gar nichts. Sonst geht das nachher völlig unter mit dem ganzen anderen Kladderadatsch. Jetzt nehme ich mal kurz das Zahnstocherle. Bin ja hier so ein Zahnstocherle, Mann. Mit dem kann ich hier. Ah, das funktioniert sehr, sehr gut. Das funktioniert wirklich gut. Kann man echt lassen. Das mache ich jetzt hier mit dem Zahnstocher. Einmal hier die ganz harte Kante, weil das ist auch mit dem Glasradierer sonst hier eine Fummlerei. Machen wir das damit kurz. Funktioniert. Ich finde, dass der Zahnstocher hat da den Vorteil, dass das Holz nicht ganz so so rein sticht gleich in das Material, sondern echt so ein bisschen das Ganze einfach schön weich macht. Und das nicht so kaputt macht. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe ja auch nur den fetten Glasradierer. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Da hat der Markus mich schon versäckelt. Da hat er gesagt, kauf den kleinen, kauf den kleinen. Ich habe den großen gekauft. Ach, geil. Hey, wir haben hier ein Bot. Nee, das ist nicht Bot, aber hier so ein Werbekram. Das liebe ich ja. Das habe ich auch ständig bei YouTube jetzt in den Kommentaren. Immer so komische Links, wo dann ganz komische Sachen abgehen, wenn man da draufklickt. Sollte man am besten nicht machen. So. Vergessen das. Ich habe jetzt die Farbe natürlich verdünnt, weil die da besser geht, aber es ist natürlich noch mal ein bisschen empfindlicher beim Radieren. Jetzt muss ich ja mal gucken, dass das einigermaßen passt. Doch wieder auf ein Glasi umsteigen. Ja, perfekt. Die Moderatoren sind pfiffig. Pfiffig. Da geht's ab hier. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist ja mal eine feine Geschichte. So, jetzt muss ich hier was mal wegmachen. Also wir haben hier oben an der Mütze, genauso wie bei dem Rest, das Licht extrem von der Seite kommend. Das heißt, wir haben auch hier die Geschichte, dass das Ganze sehr, sehr hell ist. Das ist eigentlich ein richtig dicker Streifen. Ich guck mal, wie ich das reinnehme. Ich habe den Glasradier hier überall genommen und habe auch so ein leicht, man sieht es hier ganz schön, überall so leichte Striche drin.
Das gefällt mir gut, weil das macht der Glasradierer automatisch. Passt aber hier in dem Bild ganz gut, weil das ja ein Comic-Charakter ist und das sieht nochmal so ein bisschen comichafter aus, dann so, wenn jetzt solche Striche mit drin sind. Deswegen gefällt der mir hier generell sehr, sehr gut. Und den werde ich hier nutzen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr. Passt da wirklich sehr gut. Kriegen wir nochmal ein bisschen mehr das Ganze hin. Ich sehe jetzt ein bisschen. So, wann können wir mal ein Coaching, Dave? Was meinst du mit Coaching? Jetzt gucken wir mal. Hier. Das ist halt hier sehr hart. Da werde ich jetzt nachher nochmal mit Violett ein bisschen gegenfahren. Aber die Kante hier ist eigentlich super hell. Aber wie gesagt, der Glasradierer funktioniert hier ganz gut, weil mir das gefällt, dass das eben so eine rifflige Struktur hat. Es passt ganz, ganz sinnig. Wie gesagt, das ist der Ganze, das wird natürlich immer noch ein bisschen nachbearbeitet oder das nebel ich wie die anderen Sachen auch wieder ein, damit das nicht ganz so krass. Fummel ich echt mit dem Zahnstocher um, das ist Wahnsinn. Wobei das jetzt hier ein bisschen affig ist. Ja, wenn man den, wenn ich keinen Stift habe, dann halt, dann ist das hier so ein bisschen gay, den Dinger so zu halten. Aber das ist ansonsten hier. Aber ich finde das ganz, das finde ich ganz geil so beim Radieren hier. Ja, mit so einem Radierstift so ganz feine Details reinbringt. Die man den hier so ein bisschen, da kann man echt schöne Sachen mitmachen. Also verstehe ich immer mehr, was die Leute dran finden. Ich bin ganz ehrlich auch froh, dass ich es jetzt doch ausprobiert habe. Also ich bin ja generell jemand, der gern Sachen ausprobiert. Meine Gun will nicht so, wie ich will. So, so. Ja, können wir mal schauen. Einfach mal bei Disc, hier. Bei Discord einfach mal anschreiben. Und dann gucken wir einfach mal. Hier, also den mag ich mittlerweile. Da kann man richtig schöne Strukturen machen und bei der Mütze ist das ganz sinnig, ein bisschen was reinzumachen und das noch ein bisschen zu mixen. Kommt das schon ganz gut. Muss man halt mögen, aber das geht. Irgendwann geht es ganz gut. Jetzt nehme ich das mal so ein bisschen nach. Hier bei dem Papier ist man natürlich ultra schnell auf dem Weißen runter und wieder drauf. Mir gefällt das gar nicht, wenn das so abrupt weiß aussieht. Deswegen nehme ich das immer ganz gerne nach und gehe dann nochmal kurz ein bisschen rein, mache nochmal ein kleines bisschen was damit. Und ziehe dann nochmal vereinzelt ein paar Sachen raus. Das funktioniert echt ganz, ganz gut. Ich sage, was du willst, aber das funktioniert. Das sei gut. Ich bin mal echt gespannt, wenn ich auf der Leinwand arbeite und dann auf das Kratzen, dann in dem Fall, wenn ich sowas mache, nicht zurückgreifen kann. Dann werde ich das natürlich mit Weiß anlegen, mit der Gun. Dann nachfärben. Bin ich mal gespannt, wie das von der Optik her aussieht. Ob das dann sich arg verfälscht oder passt oder wie auch immer. Bin ich mal gespannt, wie das wirklich kommt nachher. Es wird sicher noch interessant für mich zum Ausprobieren. Und viele schreiben mir natürlich, ja, das wird dann so und so. Und ich, das ist auch okay so. Vielen Dank dafür. Aber ich bin trotzdem jemand, der das gerne selber ausprobiert.
Es klingt komisch, aber erst wenn ich was gemacht habe und es dann sehe, dann weiß ich auch, wie es funktioniert. So, das ist ganz, bin ich immer so jemand, der muss das gemacht haben. Auch wenn es Blödsinn manchmal ist oder einfach schon mit dem Wissen, dass das eigentlich nicht funktioniert, aber bin ich immer so ein bisschen, muss das mal gemacht haben und dann verstehe ich das besser. So ein Macher halt. So, just do it. Nehme ich doch mal hier das Cuttermesser, also die Cuttermesser, sage ich hier. Das Skalpell geht noch mal ein bisschen feiner hier. Werde ich übrigens bei dem Moon Knight ziemlich viel an den Haaren auch probieren. Das wird sicher interessant, wie das nachher aussieht. Ach ja, da kann man schon ein paar schöne Effekte mitmachen. Sagen wir es mal so, mir gefällt es tatsächlich mehr und mehr. Umso mehr ich das mache, finde ich auch den Reiz daran. Das ist schon ganz gut. Ich sag's ja, Mann, das ist so. Ich hatte am Anfang gar keinen Bock, hab mir gedacht, ich guck's mir trotzdem an, weil ich auch, auch einfach wissen will, wie das funktioniert. Bin ich ganz ehrlich, auch verstehen will, wie das funktioniert. Und auch ein bisschen mehr einfach in das Ding reinkommen möchte. Weil, wenn ich es beherrsche und kann und machen kann, dann kann ich nachher auch drüber meckern. Sagen wir es mal so. Was heißt meckern? Aber dann kann ich sagen, du, ist vielleicht trotzdem nichts für mich. Ist vielleicht nicht mein Stil oder ist mir zu, limitiert mich zu sehr oder. Aber ich finde es immer wichtig, dann einfach die Sachen auch zu probieren. Weil dann kann ich auch sagen, hey, das passt oder halt nicht. Aber das kategorisch abzulehnen und dann quasi gar nicht zu machen, ohne es probiert zu haben, ist natürlich Käse. Also kann ich mitreden, so kann ich das besser beurteilen. Ich lerne natürlich auch ganz viele andere Dinge dadurch. Das kommt natürlich on top und das ist ja gar nicht schlecht. Das muss ja nicht schlecht sein. Und das bringt mir natürlich auch ein bisschen was bei mir selber, weil ich dann natürlich immer weiter und weiter komme, was mein Airbrushen selber angeht. Egal in welche Richtung. Und das finde ich halt das Spannende gerade dran. Das, was mich auch gerade so ein bisschen hookt und wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Und ich sehe das bei dem Porträt. Das funktioniert einfach zu gut. Ja, einfach immer am Ball bleiben. Man kann immer was lernen. Man kann immer weitermachen. Und ob ich das nachher auf dem Papier und so weitermache oder ob ich irgendwann, wenn ich auf der Leinwand bin, merke, das ist doch wieder mein... Ich meine, da habe ich immer noch das Jupo. Jetzt habe ich das Jupo endlich mal da. Nee, nicht Jupo. Ach, wie heißt das? Gesso. Das kann ich auch noch ausprobieren. Und ach, da habe ich jetzt noch so viel Zeug eigentlich zu machen und zu tun. Da, unbegrenzte Möglichkeiten. Ja, der Markus hat auch schon gesagt, der ist absoluter Fan davon. Er feiert das bei mir sehr. Das finde ich immer schön, wenn die Leute da dran glauben, aber einfach auch, ich spreche natürlich auch viel das an, was ich natürlich nicht viel auf dem Kanal mache. Viele wollen das natürlich auch machen. Es ist nicht so, dass ich deswegen mache, als andere gerne sehen wollen oder so, sondern es war gerade alles so ein ganz, ganz stimmiger Zeitpunkt und das hat irgendwie alles funktioniert und gepasst. Deswegen habe ich das jetzt auch angefangen. Und dann war das auch okay. Und mal schauen, wo mich der Weg hinbringt. Ja, und vielleicht gefällt es mir so gut und ich bleibe nachher drauf hängen. Ich, keine Ahnung, kann ich euch echt nicht sagen. Das ist wirklich alles noch möglich. So erweitert man halt sein Repertoire und ein bisschen was dazulernen ist immer gut. Ja, voll rausgemalt, ey. Aber hier brauche ich eh noch mal ein bisschen Overspray, sonst sieht man nachher die Kante nicht. Ich ziehe das jetzt hier leicht rein. Hier noch ein bisschen stärker, wo ich rausgemalt habe.
Nehme ich das jetzt mal kurz mit, weil hier brauchen wir auch die Highlight-Kante. So, Highlight. Ihr seht das jetzt nicht, aber das reißt so ganz eklig raus. Das liegt natürlich daran, dass ich das Skalpell wahrscheinlich flacher halten muss zum Schaben. Aber das kommt irgendwie immer so ungeil. Das rubbelt dann immer so raus. Das finde ich irgendwie sehr, sehr unschön. Da finde ich zum Beispiel den Zahnstocher viel, viel besser. Der kommt da ein bisschen. Funktioniert auch einfach ein bisschen besser. So. Lassen wir erstmal so. Den Rest machen wir dann, wenn wir nachher die Klamotte machen. Dann kommen wir da noch rein. Hier, wie gesagt, geht das runter. Hier wird das nachher sehr, sehr dunkel. Hier unten rum wird alles sehr, sehr dunkel. Das werden wir aber mit dem Komplementärton auf jeden Fall noch dunkler machen dann, als es jetzt ist. Und dann sieht das irgendwie schon ganz cool aus. Also der Kollege, der gefällt mir einfach. Da kann man wirklich, hoppala, schöne Sachen mitmachen. Da kann man so schöne, feine Strukturen reinbringen. Man kann hier so ein bisschen mit dem Radierstift so ein bisschen das Gekräuselte, dann sieht das eher schon wieder so ein bisschen stoffig aus. Also man kann viel machen, das ist schon ganz geil. Ja, die Klinge, Mann, die ist eh nicht mehr die neueste. Die sollte ich vielleicht mal wechseln. Die hat, glaube ich, ihre Tage schon hinter. Ich habe eigentlich noch einen ganzen Satz, glaube ich, 50 oder 100 Stück hier rumliegen. Also ich hätte schon noch genug, aber ich bin halt wie immer zu faul, eine neue reinzupacken. Ganz der Schwab halt, die geht noch. Wie sieht das Rot noch? Das ist noch ganz gut. So, dann mache ich nachher die Seite weiter. Da kann ich euch auch mal näher rannehmen. Seht ihr wieder ein bisschen mehr, weil dann bleibe ich hier nur in dem Punkt. Kann ich euch da mal ein bisschen was noch mit mehr zeigen. Können wir eigentlich gerade machen. Oh, nicht, dass der Chat da drin hängt. Nicht, dass der Chat da drinnen hängt. In meinem Goblin. Ja. Gell? Alter. Super. Funktioniert das. Funktionuckelt heute wieder sehr gut. Ganz laufen, das zurzeit, die laufen, da habe ich zurzeit gar keine Probleme mehr. Das ist richtig, richtig schön, wenn die ganz einfach funktionieren. Ha, das ist einfach nur lässig. Hier ist lässig. Man vergisst halt auch immer, das Bild ist super klein. Ihr seht natürlich jetzt jeden Makel, jedes Staubkörnchen, aber das ist natürlich auch, habe natürlich auch eine schöne Kamera, eine 4K-Kamera, eine richtig schöne, teure. Da sieht man auch sehr viel. Das darf man natürlich auch gerne, aber wenn man das Ding so aus 30 cm hier betrachtet, dann sieht das schon sehr fein aus. Ja, ich bin mal echt gespannt, wenn das Ding mal fertig ist mit den Komplementärtönen, wenn wir das noch ein bisschen runternehmen. Das ist ja witzigerweise gerade grün und violett. Wie das dann noch kommt, da können wir noch ein paar Stellen noch ein bisschen dunkler machen. Das finde ich sehr, sehr nice. Ich, ihr Lieben, flitze jetzt aufs Klo. Ich flitze aufs Klo und dann schauen wir uns mal danach ein paar schöne... Schauen wir uns Community-Bilder an. Yay! Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hier, die Absaugung kann mal die Schnauze halten. So. Schauen wir uns mal Community-Bilder auf Discord an. Oder? Habt ihr Bock drauf? Ich hab Bock drauf. Machen wir auf jeden Fall. Kurz mal schauen hier. So, der Phil, genau, The Voice. The Voice, der Philly, der hat mich schon angeschrieben. Perfekt, schaue ich heute Abend. Ja, alle schreiben, ja, heute ist ein Tag, kriege ich 20.000 Nachrichten, das ist Wahnsinn. So, genau, machen wir so. Gucken wir danach Community-Bilder an. Ihr dürft kurz in die Pause. Dürft euch schon Community-Bilder von euch anschauen. Ha! Und dann bis gleich.
So, Dalle. Schluss mit Musik hier aus den 70ern. Ach geil, schauen wir mal hier rein. Hier sind wir doch schon drauf auf meinem Rechner. Ne? Ihr müsst, ich glaube, ihr seht das hier. Ah, jetzt werden hier nochmal reingeballert, die Sachen. Perfekt. Schauen wir doch einfach mal. Wir sind hier auf meinem schönen Discord-Server. Sehen wir einmal schön im Hardy sein Schnitzel, was er sich heute gegönnt hat. Vor allem kriege ich instant sofort wieder Bock, was zu essen. Ohne Scheiße. Fette Schnitzel. Dann wird sogar der Markus Koch neidisch, oder? Ja, mit seinen Riesenschnitzel da. Das sieht auch schon sehr lecker aus. So, jetzt habe ich Hunger in der Nacht gefallen. Das ist so geil. Der wird heute schon einen Absturz haben. So, genau. Gehen wir auf eure Artworks live natürlich. Und dann schauen wir mal, wo sind wir, oh Gott, wo sind wir denn stehen geblieben? Das müsste eigentlich... haben wir schon deinen HR Gigermann hier angeguckt? Müsst ihr mir kurz helfen? Da bin ich natürlich ein bisschen Weilchen her. Ob wir den hier schon gesehen haben, weiß ich gar nicht. Egal. Dann schauen wir den nochmal an. Loge mal nochmal an hier, unseren HR Giga Faltenmann. Finde ich irgendwie cool. Er hat irgendwas so Alien-mäßiges. Deswegen sage ich HR Giga. Der, was viele ja natürlich mit HR Giga natürlich in Verbindung bringen, ist natürlich der Typ, der das Alien gemacht hat. Aber der hat noch ganz viele andere künstlerische Artworks und so, die alle auch so ein bisschen so einen Stil haben, also so eine gewisse Art aufweisen. Das hat mich direkt da so ein bisschen dran erinnert. Den finde ich irgendwie sehr stimmig und sehr cool. Muss ich ein bisschen reinzoomen hier. Aber das finde ich auch ganz cool. Da ist auch sehr viele Farben eingearbeitet. Das ist immer ein bisschen schade. Im Netz geht natürlich einiges verloren an Farbe, an Bild, an Qualität, an Details. Da sind sicher noch mehr Details drin, als wir hier sehen können. Vor allem Discord-Server komprimiert das alles noch ein bisschen runter, weil wir den noch nicht abgegradet haben. Das muss ich mal in Angriff nehmen. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus. Gefällt mir wirklich sehr viele schöne, feine Linien. Also immer sowas ist immer perfekt, weil man lernt ganz, ganz viel. Gun-Kontrolle, das finde ich ganz süß. Ich bin mir noch unsicher, ob es ein Er oder ein Sie sein soll. Ja. Elke, hast du super gemacht. Der gefällt mir wirklich gut hier. Stimmt auch Licht und Schatten perfekt. Ich finde solche Altersflecken oder solche Punkte immer ganz cool. Die machen das Bild immer ganz, ganz lässig irgendwie. Also das sieht immer ganz, ganz nice aus. Nein, aber finde ich sehr cool, auch mit dem Vögelchen hier. Das sieht sehr stimmig aus. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Hat auch nicht umsonst hier so einen Haufen Sachen. Hier haben wir den Iron Cookie. Zeige ich jetzt mal lieber. Er hat hier diesen Sky gemacht. Den habe ich schon öfters gesehen. Den habe ich sogar doch auch mal bestellt. Ich glaube, der Danny hat mal so einen ähnlichen gemacht. Das müsste glaube ich sein zweiter Skull gewesen sein oder sein erster. Wenn ich dann, ja, das ist schon verrückt, wenn ich sowas sehe. Aber dass der Danny dann auch mal sowas gemacht hat. Noch viel, viel schlechter hat er das gemacht als der hier. Das sieht hier schon, ist zwar auch eine Schablone, ist aber für den Anfang völlig in Ordnung. Wenn man sowas mal vorlegt und einfach mal mit der Materie anfängt, ist das gar nicht so blöd, sich einfach mal Verläufe anzugucken, die Farbe anzugucken, die Gun anzuschauen, wie das läuft, wie funktioniert das und dann passt das ganz gut. Hier kriege ich unten die ganze Zeit YouTube-Kommentare rein. genau, das finde ich gar nicht schlecht. Auch hier hat er ein bisschen mit die Simpsons gemacht, ein bisschen hier mit Outline, ein bisschen bemalt. Das ist alles, sowas kann man immer gerne am Anfang machen. Finde ich gar nicht schlimm, gar nicht blöd. Man lernt einfach ein bisschen das Gerät kennen, die Farben. Das ist natürlich ganz am Anfang ultra schwierig. Also wenn man da schon Bilder machen will, ist das gar nicht schlecht und kann man auch gerne machen, um da ein bisschen warm zu werden. Aber ich empfehle euch immer ganz am Anfang eher Übungsbilder zu machen und so Geschichten, die ich euch anbiete. Hier gerade die ganzen Freihandsachen und Kreise und Zeug. Das, was ich anbiete, das Labyrinth und so, die Daggerstrokes. Das kann man am Anfang gerne mal machen. Auch gerne öfters, um da mal ein bisschen besser reinzukommen. Und dann kann man sich gerne mal an so Punkteskulls und so von mir dran wagen. Da kommt ihr langsam viel besser rein. Weil Florian macht das ganz gut, der hier den Assassin's Creed sich gewünscht hat. Der ist mittlerweile auch auf dem Server. Der hat da schon echt einiges Zeug nachgemacht. Das sieht auch wirklich cool aus. Aber kommen wir mal zu Chaos Nips. Der hat hier sein Vögelchen gemacht. Und auch wieder winzig klein. Hey, fotografiert aber alle kleinen hier ab. Hier, Wahnsinn. Ja, hat der Vögelchen hier gemacht. Und die Elke hat schon gesagt, was ihr am meisten gefällt. Hast du heute schon gemacht, Norm? Er ist perfekt. Wunderbar. Ja, das, mach das ein paar Mal, mach ein paar Bilder nebenher, immer wieder mal ein paar andere Sachen üben, aber dann wird das auf jeden Fall, ihr werdet besser, das ist zwangsläufig so. Also wenn ihr nicht ganz auf den Kopf gefallen seid, dann werdet ihr definitiv besser.
Ist das geil. Ich bin ja hier noch im Bild. Das ist ja, na, geil. Egal. Wurscht. Das Vögelchen, genau. Den hat der Nils gemacht. Der hat mir erklärt, dass der nur schwarz-weiß ist und er den selber farbig eingemalt hat. Das ist immer ein bisschen, finde ich, bisschen schwieriger, dann, sag ich mal, so eine, also das einzufärben. Ich finde es andersrum immer leichter, so ein farbiges Bild einfach schwarz-weiß malen. Umgekehrt finde ich es immer viel, viel schwieriger, wenn man keinen Anhaltspunkt hat. Das hat er aber hier, finde ich, schon sehr gut gemacht. Also das finde ich sehr farblich auf jeden Fall mega gut. Und auch handwerklich hat er das wieder super gemacht. Könnte ich ein bisschen reinzoomen. Nicht ganz so reinzoomen, aber wie gesagt, man schaut so ein Bild aus der Entfernung an und ich natürlich nicht so. Das ist natürlich mal ein bisschen frech, wenn ich das mache, aber da kann ich mal ein bisschen reingehen und ein bisschen die Sachen genauer anschauen. Aber der liebe Chaosnips, der probiert sich auch am Kratzen und Dingens hier auf dem Synthetikpapier und das ist er natürlich auch noch am Lernen, genauso wie ich und wie viele andere. Und das finde ich dafür schon sehr gut gemacht. Das ist natürlich am Anfang immer ein bisschen schwierig, da die gute Balance zu finden zwischen Kratzen und allem. Aber ich finde das, was ich sehe, das gefällt mir sehr gut. Und hey, Schädel mit Japan-Binde, das finde ich immer, das erinnert mich sofort an Karate Kid. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Das finde ich schon sehr geil. Ich finde das Motiv sehr stark. Die Federn könnten vielleicht noch ein bisschen detaillierter sein können. Das kann man ganz gut mit dem Glasradierer machen, aber ich weiß gar nicht, ob der Chaosnips überhaupt einen hat. Aber ansonsten finde ich das schon sehr, sehr gut. Also mir gefällt das schon sehr geil. Das hat er wirklich gut gemacht. Und ja, ist hier, glaube ich, auch echt weitestgehend farbrein geblieben. Also wirklich eine coole Sache. Finde ich gar nicht schlecht, was ihr da so treibt und macht. Und er hat auch mega viele Sachen abkassiert hier auf dem Discord-Server. Also generell, wenn ihr Bock habt, mal auch Anregungen habt und so, dann schaut euch eure Artworks live an den Channel. Da sind nur die Bilder drin von den ganzen Leuten, die mir damit die Berechtigung geben, das online zu zeigen. Ja, da könnt ihr euch natürlich auch Anregungen und so holen. Was andere gebrusht haben, vielleicht sogar was Brot nachbrushen und so, das könnt ihr dann gerne machen. So, zum Wohl, ich muss erstmal hier noch mein Bierchen schlappern. Ich glaube, mach bald echt hier so ein ASMR-Ding auf, ey. So, der Hardy hat hier ein schönes Porträt gemacht und zwar ein schwarz-weißes und ein mit eben farbig. Und hat auch Synthetikpapier, kratzt auch gerade viel rum, probiert sehr viel rum. Und ja, finde ich eine coole Idee, dass das quasi so überschwappt und dann farbig wird, beziehungsweise schwarz-weiß ist. Und ja, was mir ganz gut gefällt, ist der Effekt hier eigentlich von diesen ganzen Perlen und also von den Farbflecken und von dem ganzen Farbigen hier. Das finde ich sehr gelungen. Dieser Schatten. Das Porträt selber ist natürlich super schwer. Ich merke es ja gerade selber. Ich mache ja gerade selber an dem rum und habe da Gott sei Dank jetzt meine eigenen Töne und kann das ein bisschen besser dosieren. Ich glaube, der Hardy, der hat da jetzt fertige Töne, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil man nicht genau 100% weiß, was drin ist, dann ist das viel schwieriger abzuschätzen, inwieweit sich die verschieben oder miteinander harmonieren oder ja, Synergie daraus ergibt. Das finde ich ganz schwierig. Da finde ich den Bereich hier zum Beispiel sehr, sehr rötlich und das hier ist alles eher so brasilbraunmäßig. Das wirkt dann nicht ganz so stimmig, auch wenn das, ja, das wirkt hier einfach noch zu sehr einheitlich, also ja, wie soll ich sagen, das ist hier noch sehr, sehr rötlich und der Rest ist eher so bräunlich. Ist immer ein bisschen schwierig, da eine gute Balance hinzubekommen, beziehungsweise so, dass das halt immer noch passt, auch wenn man diese farbliche Änderung im Bild hat. Das ist natürlich auf der schwarz-weißen Seite sieht das schon sehr, sehr bombig aus. Das ist sehr gut gemacht. Das beherrscht er auch richtig gut, das Schwarz-Weiße. Wie gesagt, Farbe finde ich sehr schwierig. Also, wie gesagt, ich bin da aktuell auch dran. Ich merke, das ist sehr schwierig. Der Hardy ist natürlich bloß hier nicht farbrein geblieben, sondern hat hier rein schwarz genommen. Das ist natürlich für ein Porträt, wie ich das mittlerweile gelernt habe und auch feststelle, killt das natürlich das Bild, weil das Schwarz einfach zu krass ist. Das muss man, wenn, dann beimischen, aber nicht pur nehmen. Das ist einfach zu extrem. Das sehe ich gerade ganz gut an meinem Neutralgrau. Das ist fast schwarz, aber das fügt sich halt,
weil das die gleichen Bestandteile hat, wie meine Hauttöne auch drin haben, wird das total harmonisch, wenn das auch ein bisschen überlappt und so. Und beim Reinschwarz passiert das nicht. Da wirkt das sehr dreckig. Und das ist immer so ein bisschen das Problem an dem ganzen Fall. Wenn man das hier oben noch mit ein bisschen so zum Schattieren nimmt, dann ist das ganz schlimm. Wirkt das immer sehr schnell schmutzig. Um das mal sozusagen so ein bisschen schmutzig. Aber wir wollen ja gar nicht hier auf die Farbenlehre so extrem eingehen. Das ist nur gerade das, was mich sehr beschäftige. Deswegen achte ich da jetzt einfach mehr drauf. Soll aber gar nicht die Ambitionen und das Bild schmälern. Ich finde das sehr gut. Hat das sehr gut umgesetzt. Aber wenn er da natürlich noch ein bisschen mehr machen möchte, dann muss der HD da noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Vielleicht sich sogar noch ein bisschen mit den Tönen ein bisschen mehr auseinandersetzen. Tschüss. Haut die Elke einfach ab. Nein. Der Chaos nimmt's halt einfach ab. Eishockey-Zeit. Ja, viel Spaß noch. Hau rein, gönn dir. Und dann schauen wir uns hier mal die liebe Elke an, was die hier Schönes gemacht hat. Und hey, das kommt euch bekannt vor. Das ist natürlich mein Tisch, weil die liebe Elke war natürlich bei mir zu Besuch. Wir haben ein bisschen zusammen gebrushed. Und das ist jetzt Prioritäten. Auf Wiedersehen, Nils. Mach's gut, Judas. genau, die liebe Elke war bei mir und wir haben ein bisschen gebrushed und sie hat gesagt, sie würde ganz gerne mal Seifenblasen machen. Und ja, das zweite Bild habe ich mir dann ausgedacht. Und das hat sie super gemacht. Elke war natürlich mega nervös, das kann man ja natürlich gar nicht absprechen. Wenn man beim Meister höchstpersönlich ist, dann beim Meister, dann wird das natürlich immer ein bisschen... Ja, sind ein paar Seifenblasen nicht ganz rund geworden, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil wenn die durch die Luft fliegen, dann sind die auch nicht ganz rund. Aber wir haben hier mal ein bisschen was gemacht und zwar geht es um Folgendes. Wir haben eine Seifenblase vorne abmaskiert, damit man einfach mal verschiedene Techniken hat und verschiedene Herangehensweisen. Die hier haben wir natürlich hart abmaskiert, das sieht man sofort. Dadurch rückt die natürlich auch am weitesten nach vorne. Wir haben da auch die Spiegelungen natürlich alle abmaskiert, einfach mal um zu schauen, wie sieht das aus? Wie kann man das machen? Die zweite hier im Hintergrund, die haben wir zum Beispiel nur frei, also der Rest ist nur noch Freihand, aber dann auch Freihand gemacht, um zu zeigen, dass es natürlich auch ohne das geht. Das ist natürlich hier schon sehr hart. Kann man auch ganz viel, ganz Bild kann man so machen, kann aber auch so arbeiten. Kann natürlich noch näher ran, dann hat man auch noch eine härtere Kante. Aber ich finde solche Blasen halt immer. Ich finde solches Blasen immer besser. Oh Mann, hey. Meine Kinder dürfen meinen Kanal ja niemals sehen, hey. Und nee, da hat man einfach verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir dann quasi eine, die ein bisschen schärfer wirkt, die dafür ein bisschen weiter auch nach vorne rückt. Und dann sind wir natürlich immer weiter vom Untergrund weggegangen, um die immer weiter weg zu bringen, die Seifenblasen. So kann man auch ein bisschen tiefen Effekt einfügen. Das wollte ich der Elke einfach mal zeigen, was man da so alles machen kann, wie man vorgehen kann, was man am Ende des Tages für sich dann rauspickt. Und dann auch wirklich aussucht, das ist dann einem völlig frei überlassen, ob man das lieber komplett Freihand macht und die dann alle so aussehen oder ob man gerne das abmaskiert, damit man da einfach safer ist oder die Optik mehr merkt. Das kann man dann machen, wie man will. Aber ich fand das sehr schön, da konnte man schon mal ein bisschen üben, mit der Gun reinkommen. Ein bisschen transparente Farben, das Ganze einfärben und so. Das hat sie wirklich prima gemacht. Die liebe Elke, na, da unten habe ich haben wir ein bisschen rumgemalt hier noch. Ja, das war aber auch sehr cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht mit der Elke. Das muss ich nochmal sagen. Das war prima. Ja, aber hier haben wir den Voldemort. Der Voldemort. Ich habe mitbekommen, dass sie hier Harry Potter Fan ist. Und da habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen. Ich kenne mich bei Harry Potter 0,0% aus. Aber 0. Ich habe das noch nie gesehen. Beiläufig habe ich da schon mal hier und da was gesehen. Also ich weiß schon, wer Harry Potter und so ist. Aber ich habe noch keinen einzigen Film komplett gesehen. Noch keinen einzigen. Explendiamos. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, ich weiß schon, deine Tochter von der Elke, die mag das sowieso ganz gern. Dann habe ich mir einen Charakter rausgepickt davon und da haben wir ein Porträt gemacht. Nee, ich mir gedacht, komm, dann nehme ich den raus, der den skalligsten Kopf hat. Und den fand ich, der kommt dem Skull noch am ähnlichsten. Und den haben wir natürlich zusammen gemacht, um einfach mal auf die Thematik einzugehen, wie weiß muss ich das bringen auf einem dunklen Hintergrund. Wenn man da mit Weiß startet, das mache ich ja ganz gerne,
Klar haben wir hier jetzt, weil wir öfters mal mit Schwarz und Weiß hin und her geswitcht sind, dann ein bisschen die Blauverschiebung, aber die habe ich hier gerne in Kauf genommen. Das braucht man als Anfänger, muss man da nicht 100% Wert drauf legen. Da kann man eher mal auf das Technische gucken und auf das Ergebnis. Aber das hat die Elke super gemacht. Das war ein richtig geiler Tag. Da hat mir so viel Freude gemacht. Und ich finde, das hast du mega gemacht. Also ganz, wir haben nur den Kopf geschafft, weil dann war die Zeit rum, weil es hat so viel Zeit gefressen. Wir haben natürlich noch deine Gans angeguckt und die auch noch alle überprüft mit dem Mikroskop, damit das auch alles sauber funktioniert. Und den Rest hast du hier unten auch noch selber. Herr Kompressor, erschreckt mich doch nicht so. Man springt an, hier aus dem Nichts und erschreckt mich hier so. Also das hast du dann noch daheim gemacht und das sieht wirklich auch super aus. Also das hast du wirklich generell sehr, sehr geil gemacht, Elke. Einfach nur klasse. Einfach nur klasse. So, Dalle. Oh, dann sag ich. Ich mache jetzt noch das Bild vom Danny und dann hör mal auf. Da habe ich nächstes Mal noch fürs nächste Mal was. Genau, sonst komme ich hier gar nicht mehr weg, so viel wie ich merke, ich habe das die letzten paar Mal vergessen. Du warst der Mega-Lehrer. Ja, vielen lieben Dank zurück. Okay, das war ein sehr mega geiler Tag. Also, das ist wirklich sehr cool. Na. Wie ich hier mit dem Zoom immer durcheinander komme. Hier haben wir den Danny, unseren lieben Danny, und der wird gefühlt auch von jedem Bild, von Bild zu Bild immer besser. Was die Qualität angeht, was das Handling angeht, was ich ganz viel sehe, sind die Farbverläufe. Die sind beim Danny mittlerweile sehr geil, auch gerade in den Porträts, weil da braucht man ein gutes Auge für ein gutes Feeling, um solche Sachen dann geschmeidig zu machen. Das ist wie bei dem, ich wollte fast schon sagen, Joker hier oben. Dass das hier so stimmig rübergeht. Das ist wirklich schwierig zu machen und ein Auge zu haben. Aber das, finde ich, hat er wirklich, wirklich gut gemacht. Und er tastet sich da immer weiter voran und wird so auch qualitativ immer besser, beziehungsweise mit den Details immer besser. Was ich auch schön finde, ist, dass er hier schön auf die Kritik gehört hat. Konstruktive Kritik von mir. Und zwar in dem Schwarz natürlich nicht mit dem Reinweiß reinzugehen. Das sieht dann ganz blau aus, das sieht komisch aus, sondern lieber dann zu radieren oder zu kratzen. Das hat er hier zum Beispiel bei diesem Mafiosi gemacht und das kommt viel, viel besser. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus, gefällt mir mega gut. Also der Dude hier unten gefällt mir sowieso gut. Der erinnert mich sofort an die Sopranos oder so oder an den Paten. Das ist irgendwie so ein ganz cooles Bild. Also, generell finde ich nicht schlecht. Was mich nur hier interessieren wird, das hier wirkt sehr viel schwärzer als das hier. Ob das ist das Graphitgrau, das weiß ich. Ich will gerne wissen, ob die Frau hier auch das Graphitschwarz hat oder ob das mit einem Schwarz gemacht wurde vom Danny. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist oder nicht. Hallo Danny. Wird mich mal noch interessieren, weil das wirkt im Vergleich zu den anderen zwei sehr, sehr, sehr schwarz und sehr, sehr dunkel. Und dann wirken die zwei Sachen hier so ein bisschen blasser dagegen. Das finde ich ein bisschen schade. Das wirkt, finde ich, immer auf den. Da wirkt das hier irgendwie so verblasst. Ja, das ist das Deep Black. Das habe ich mir fast gedacht. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so schön, weil da mal nur ein kleines. Also nur mein Empfinden, absolut. Das finde ich klasse, absolut. Aber ich finde, dass da wirken die zwei Motive natürlich, weil das Graphitschwarz ist dann so verblasst, so ein bisschen unfertig, weil das dann hier so übelst scharf, knackig ist. Ich hätte das lieber auch in dem Graphit gemacht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen geiler gekommen. Aber trotzdem finde ich die alte auch sehr geil. Ich frage mich, wer das ist, weil bei Marvel gibt es ja die Black Widows, glaube ich, ist das. Sind das die Black Widows? Ja. Die haben auch solche Guns hier an den Handgelenken. Da frage ich mich immer, ob das eine ist aus dem Bild, aber das sieht auch so Porno aus. Machst du wirklich gut. Findest du persönlich besser, Mann? Ja, was meinst du denn? Findet ihr persönlich besser? Okay. Siehst du, dann Geschmäcker sind verschieden. Nein, aber ich finde das trotzdem sehr, sehr gelungen. Mir gefällt das. Und Skull. Skull ist drin. Sind schon mal die halbe Miete bei mir. Ich bin Skull-Fanatiker, nein. Ah, okay. Ja, da beziehe ich auch ganz viel. Also mal so am Rande. Aber finde ich sehr, sehr geil. Hast du wirklich cool gemacht. Was haben wir denn hier unten noch? Ah, da kommt noch so einiges. Der Mann, ey, das muss ich jetzt noch mal kurz reingucken, was er hier gemacht hat. Das habe ich noch gar nicht gesehen von allen Sachen. Da greife ich jetzt noch einmal vor und dann den anderen Rest hebe ich mir auf, dann habe ich nächstes Mal noch was zum Gucken. Wer weiß, wie schnell ihr was nachlegt. Aber das vom Manni wollte ich mir jetzt noch mal angucken.
Ja, das ist aber auch geil. Das ist aber ein Selbstporträt, hä? Mann, ey. Find aber den Drachen auch geil. Das sieht irgendwie geil aus. Ich finde immer Bilder mit einem Konzept immer ganz geil. Und das finde ich hat gutes Konzept irgendwie. Hier die Wolken, das Ganze. Der Drache hat irgendwie was. Der gefällt mir. Aber das Porträt ist auch sehr gut geworden. Also die Farben davon. Also ich achte jetzt natürlich mega auf die Farben. Ich finde, das hast du schon super getroffen irgendwie hier. Das Gesicht sieht sehr plastisch aus. Das finde ich immer schwierig am Anfang. Das ein Gesicht für, vor allem für die Anfänger merke ich das immer wieder. Es ist ganz schwierig, ein Gesicht dreidimensional und plastisch wirken zu lassen. Ich finde, hier sieht das schon ganz geil aus. Also gerade einfach so von der ganzen Dynamik her finde ich das sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen. Und der Drache gefällt mir ehrlich gesagt auch. Der hat eine schöne Struktur, eine schöne Schärfe, aber auch wirklich hier schöne Details drin. Ah, ist ein Freund von dir. Ja, aber hast du sehr cool gemacht. Also finde ich ganz geil mit dem Sternenhimmel und dem Mond oder dem Planeten. Ist eins deiner ersten Werke, ja, aber dafür ist schon Hut ab. Also meine ersten Werke, die sahen keineswegs so aus. Das kann ich dir schon mal gleich sagen. Ich habe am Anfang ganz viel Nonsens abgeliefert. Das war ganz schlimm. Da war alles andere als delicious. Aber nee, finde ich sehr, sehr gelungen, vor allem für eine deiner ersteren Werke, finde ich das sehr, sehr spitze. Also hast du wirklich geil gemacht. So, das ist mein Däumchen von mir. Und ein Skull. Ja, cool, den Rest hebe ich mir dann für ein andermal jetzt auf. So, damit ihr es nicht gesehen habt. Und dann switche ich jetzt einfach mal hier wieder zurück auf unseren Goblin. Schiebe das alles mal dahin, wo es hingehört. Dann den Chatty-Chat, damit ich euch auch noch sehe. Schiebe ich auch noch hier rüber. Und dann haben wir hier alles. Alles, alles. Oleg und Wolleg. So. Ah, herrlich. So, Lutscher. Ein Lutscher für einen Lutscher. Was heißt der Feigling? Ab, 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 ab. Erstmal einen Schluck Apfelsaft fürs Gemüt. Hier muss ich natürlich mal schauen, hier an der Stelle. Vielleicht muss ich das nachher noch ein bisschen mit Weiß noch ein bisschen weiter rausziehen, weil ich weiß nicht, wie weit sich das nachher verschiebt. Müssen wir mal gucken. Machen wir auf jeden Fall mal noch die Schulter weiter. Das Schulterstück. Ein Stück Rippenschulter. Ja, ich habe leider auch noch genug schlechte Bilder, mit denen ich glänzen kann. Aber ganz viele von denen sind leider. Hier muss ich das nochmal schnell nachziehen. Ja, ich habe meine auch schon gezeigt im Discord. Ich habe ja auch ganz viel, ja, was heißt schlechtes Zeug gemacht. Ich habe ganz am Anfang einfach Bilder gemacht, die natürlich an meine Qualität jetzt nicht mehr ranreichen. Ist ja normal. Ich mache das exzessiv sehr lange. War aber damals stolz wie Bolle drauf, ganz ehrlich. Und war zu der Zeit auch cool. Das habe ich voll gefühlt, das hat voll gepasst. Und die Bilder fand ich da bombig. Und es ist auch völlig in Ordnung so. Nur wenn ich es mir jetzt natürlich angucke, denke ich mir, ja, Jesus Gott, aber das ist ganz normal, dass das mit der Zeit einfach schlecht oder halt besser wird, meine ich. Ich hab im Vergleich zu vielen anderen ganz am Anfang einfach nur mega viel geübt auf Papier und Scheiß und habe keine Bilder gemalt. Wo ich dann meine Bilder angefangen habe zu malen, sahen die natürlich gleich mal ein bisschen geiler aus. Aber da habe ich halt einfach davor sehr viel auf dem Papier gelernt. Auf dem Übungspapier. Sieht man das? Die Kante habe ich jetzt rausgezogen und die, weil das wird natürlich auch violett und das sehe ich jetzt nicht, wenn ich hier reingehe, ist das weg.
Deswegen kratze ich das frei und dann kann ich nachher immer noch runternehmen. Es wird auch sehr, sehr dunkel an der Stelle hier. Deswegen kann ich da gut was geben. Ich bin gleich in die Vollen gegangen. Ja, das machen auch viele. Es muss auch immer zu einem passen. Das ist ganz klar. Der Nachteil daran ist natürlich, dass viele anfangen und es dann nicht funktioniert und natürlich dann auch wieder aufhören. Das ist ein bisschen der Nachteil. Ach. Einmal Lolli zerstört. Kann ich besser quatschen. Mal hier kurz für den. So, ein bisschen Male. Ich muss echt sagen, Mann, ich bin echt froh, dass ich die Farbe verdünnt habe. Die ist so tatsächlich echt schöner, gängiger. Das bringt mir ganz viel, habe ich viel in der Kontrolle. Ich habe zum Glück gleich deine Videos gefunden, bekomme ja das als Anfänger was hin. Ja, das ist am Anfang immer nett. Also das ist, hatte ich auch nicht. Und ist dann immer schwierig, wenn du dann als Anfänger wirklich dastehst und nicht mal weißt, was du machen sollst. Du machst dann halt so die Klassiker-Sachen. Aber das ist dann immer ein bisschen, ja, schwierig. Und da verstehe ich, dass es die Leute da wirklich froh sind. Und da kriege ich auch in letzter Zeit immer mehr und mehr Rückmeldungen, dass sich da viele bedanken und so. Und das finde ich dann schon auch cool. Das freut mich natürlich mega. So, das ziehe ich jetzt hier gleich nochmal ein bisschen mehr raus. Und jetzt habt ihr gesehen, dadurch, dass wir es schön hier rausgezogen haben, haben wir jetzt eine natürliche Abgrenzung. Können jetzt hier arbeiten, ohne dass das hier fließend übergeht und wir da irgendwie die Orientierung oder so verlieren. Ich hab seine später gefunden und die helfen mir echt sehr, super, vielen Dank. Ja, Mann, ey, man lernt immer was dazu, auch ich lerne ständig dazu und auch in dem Genre hier oder in dem ganzen Bereich, deswegen bin ich da der Letzte, der Nein sagt, wenn jemand einen guten Vorschlag hat oder eine gute Anregung, bin ich da immer, habe ich immer offene Ohren für. Das ist tatsächlich so. Ich bin, was das angeht, bin ich echt jemand, der da gerne zuhört. Und man hat ja auch was davon. Also lerne ich natürlich auch von der Community wiederum Sachen. Und umgekehrt, und das ist dann also Win-Win-Situation für euch wie für mich, weil auch ganz viele Leute da einfach ihren Shit einbringen und das ganz geil ist. Der eine dann sagt, ey, mach mal das oder probier mal das aus oder besorg dir mal das Tool und mach mal das und jenes und schon sehr stark. Also da ist der Server generell für Anfänger sowieso Gold wert. Also wer mehr das ganze Thema rein will, der darf gerne in den Server kommen, in den Discord-Server. Da kann man euch halt on the fly ganz schnell helfen. Vor allem bei der Masse an Leuten ist sicher immer irgendjemand da, der dir hilft. Das ist wirklich dann einfach so. Werde ich machen, Dani. Also ich werde jetzt erstmal das Neutralgrau benutzen. Das hast du natürlich nicht gesehen, weil du dich
von Anfang an, da warst du Schwein. Ich habe jetzt das Neutralgrau von der Schminke, das ist das ist ungefähr das Graphitgrau, was du benutzt. So. Das werde ich mir gönnen. Und damit werde ich auf jeden Fall ein ganzes Bild malen, aber das werde ich jetzt auch schon bei meinem Porträt benutzen, weil dieser Moon Knight zur Hälfte grau ist. Oder ja, sehr, sehr grau-weiß. Werde ich das auch schon benutzen, dann werde ich schon mal ein bisschen reinkommen und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Habe ich voll Bock drauf. Aber so in deinem Stil werde ich auf jeden Fall mal ein Bild malen. Einfach nur, weil ich da mal Bock drauf habe. Da bin ich echt gespannt. Ich kann mir so richtig deinen Dialekt vorstellen. Ich habe die ja schon gehört öfters, aber das Schreiben, das kommt noch dazu. Kann ich das richtig hören? Icke, Icke. So, das wird auch hell wie hier. Das wird auch hell, so wie hier. Aber ich nehme es jetzt trotzdem einmal ein, damit ich da auch was habe zum Wegnehmen. Das ist das Gleiche, wie wenn man beim auf schwarz Untergründen das malt. Man braucht immer weiß, genug Weiß, um auch was zu haben, womit man arbeiten kann. Ich mache den Stoff übrigens einfach on the fly. Ich gucke zwar immer wieder mal drauf, warum auch immer, aber eigentlich mache ich das schon lange wieder nach meiner Nase. Und so brush ich immer am liebsten. So ein bisschen nach meinem Ding zu machen. Wird es immer ein bisschen schicker. Schick, schickeria. Schick, schickeria. Man kann schon recht dunkel werden mit dem Violett. Also das ist gar nicht so verkehrt. Aber für die volle Tiefe brauchen wir den Komplementärton. Können wir den Ton richtig schön ins Schwarze schieben. Das ist schon sehr, sehr fein. Wenn die Farbe so läuft, die ganze läuft, dann bin ich immer glücklich. Man kann mich sehr leicht glücklich machen mit sowas. Wenn es nicht läuft, ja, dann wird es kritischer. Also machen wir das gleiche Spiel wie gerade eben. Einmal vorgelegt, die dunklen Stellen rausgezogen. Jetzt kann man nochmal ein bisschen nachgehen, ein bisschen highlighten. Und dann einfach schön nochmal ein bisschen nachsprühen, so wie hier. Das ist nie das Weiß von der Leinwand, damit das einfach natürlicher aussieht. Und dann passt das Porno. Dann ist das Porno. Le Porno. So. Dann nehme ich mir jetzt ein bisschen die Highlights raus. Vielleicht den Radierstift, der ist nicht ganz so hart wie der Glasstift. Oh, wo ist der denn runtergefallen? Ha! Da bin ich. Ich bin's, der Dave. So. Kann ich das jetzt hier nochmal ein bisschen reinziehen? Ach, das ist doch herrlich. Nur ein bisschen hier das Helle runterziehen, wobei ich habe das hier überall mit dem Stift gemacht. Genau. Funktioniert ein bisschen besser.
Das funktioniert ein bisschen besser. Ja, Mai, ich habe mir gestern Mortal Kombat angeguckt. Mai, ist das. Also, ich mag das Spiel ja gar nicht. Ich habe das in meiner Jugend natürlich gespielt und so. Aber der Film, du. Ein ziemliches Trashfest. Ziemlicher Trashfilm. Natürlich blutig wie die Spielerei, das ist klar, aber der war. Also. Sehr, sehr. Ja, inhaltlich sehr, sehr flach, aber das erwartet man von so einem Film erwarte ich auch nicht, dass er inhaltlich die Crème de la Crème ist. Aber ich hatte, mein Bruder fand den so gut und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich fand den jetzt immer ein bisschen mittelmäßig. Und zwischendrin eher noch so im Discord geschrieben, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich nebenher noch was anderes mache, außer was zu gucken. Das spricht dann immer nicht so für die Serie oder so. Oder den Film. Cool, wie das Form annimmt. Der Mittelfinger. Ey, der Mittelfinger. Mann, ey, vielen, vielen Dank. Werden wir nachher gleich noch korrigieren. Danke, danke. Mittelfinger. Du hast vollkommen recht. Cool, wie das Form annimmt. Ja, das ist voll der Hammer. Das merke ich an meinen Bildern, wenn die das zur Form annimmt. Ja, das finde ich auch mal das Geilste, wenn das wirklich beim. Der Leinwand, wenn das so eben das Schwarz-Weiße ist und dann mal mit Weiß reingeht oder mit Schwarz oder halt mit dem anderen Ton, dann finde ich das auch mal so gierig, wenn dann so das Ganze auf einmal so plastisch wirkt und so schön rund. Das finde ich auch mal so. Magic Moment gefällt mir immer richtig gut. Und hier ist das auch wieder sehr, sehr geil. Gehen wir hier nochmal so die ganz kleine, feine Kante. Ich kann natürlich jetzt hier nicht, wie im Referenzbild haben wir natürlich einen grünen Hintergrund, so einen ockerfarbenen habe ich jetzt natürlich nicht. Also behalte ich mir natürlich vor, hier so eine kleine schwarze Kante zu lassen. Gehe aber dann hier jetzt einfach nochmal, um da nochmal so eine leichte Abgrenzung zu machen, nochmal mit einem kleinen, eben mit dem Zahnstocher gibt es so einen ganz feinen Strich. Ziehe das nochmal durch. Das Strichle. Da haben wir noch so ein bisschen Stricher hier. Manne schreibt. Ich muss mein Handy wieder auf Stumm schalten, sonst ist das die ganze Zeit wieder in der Aufnahme drin hier. So, raus ist er. Mittelfinger. Machen wir den Mittelfinger. Ich finde, das ist nämlich schon gar nicht schlecht. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was Mittelfinger, aber den Mittelfinger hier. Das letzte Mal war ich nicht mehr ganz so frisch. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, aber hier geht es um die Geschichte hier. Der wirkt hier einfach zu klein, zu flach. Den werde ich jetzt hier einfach noch mal ein bisschen breiter machen, damit das einfach noch mal ein bisschen sinniger und stimmiger aussieht. Dann ist der Finger nicht ganz so verkrüppelt. Also ein bisschen breiter. Dann machen wir das nämlich. Schon wieder pusten, aber ich hier gar nicht. Zu viel Apfelsaft. Ja, bestimmt. Enrico ist wieder da. Willkommen zurück. Welcome back. Sind gerade am ominösen Mittelfinger und machen den wieder ganz. So passt das wieder ein bisschen besser. Dinitiv. Wie die bei Frauentausch sagen würde. Dinitiv. Ja, ihr habt es zu dritt versucht, aber ich habe es nicht mehr verrafft. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr. Ich habe dann die Hand und die Finger verwechselt und dann habe ich mir gedacht, so, vielleicht ein andermal. Herrlich. So, jetzt machen wir das Stück hier noch mit. Also das hier machen wir noch fertig. Gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Und dann bin ich nämlich später raus. Will nachher auch noch ein bisschen glotzen. Ein bisschen Fernseh glotzen. Ein bisschen chillen. Von den Kindern, die mir die Nerven rauben. So.
Läuft. Farbe ist dünne. Hier haben wir schön den weißen Rand, damit ich das auch nicht verliere, wenn ich jetzt hier weiter reingehe. Und dann logen wir mal, wie das hier ungefähr aussieht. Ich sehe gerade hier hinten, und das stimmt, hier geht die Kurve weiter. Ah, ihr seht es nicht mehr ganz, aber hier hinterm Kopf muss ich nochmal schnell einen kleinen weißen Strich ziehen, weil da geht das Ganze noch ein bisschen weiter. Und sieht das zu abgehackt aus? Ich bewege die Kamera nicht weiter stehen hier. Ihr müsst mir einfach glauben, dass ich hier was sehr Gutes mache. Das Schulterstück, nämlich die Klamotte geht so weit hoch und das sieht man jetzt hier. Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde das sehr abrupt aufhören. Das sieht komisch aus. So. Passt das? Stimmt. Ja, Dani, viel Spaß noch. Hau rein, wie gesagt, ich mal auch noch ein bisschen. Kann man das glauben? Was denn? Ich glaube ja gar nichts. Dass sie was Gutes macht, kann man aber das glauben kann. Bestimmt. Schön, oh, einmal schön hier rausgeballert. Also richtig schön. Ja, machen wir das ein bisschen breiter. Normalerweise mache ich so einen Stoff gerne ein bisschen dynamischer, aber jetzt habe ich das schon so blöd vorgemalt. Jetzt muss ich das auch mitnehmen. Ja, ich merke das doch von der Session heute. Die Nadel ein kleines bisschen was abbekommen hat. Das sieht jetzt mega vogelwild aus, aber das ist nicht mehr ganz so gerade. Das merke ich voll. Mittlerweile merke ich sowas. Das ist wirklich crazy. Crazy, but I like it. Ich mache immer nur Humbug. So ein Nadel. Der Nadel-Nator war heute Morgen da. Ich bin morgen aufgestanden, habe gefrühstückt und habe da direkt mal das Porträt angefangen. Und habe dann einmal mich selber genagelt. Habe da einmal schön in meine Hand gestochen. Genau. Aber die ging so gerade rein in meine Haut, dass die Nadel vorne wirklich an der Spitze so ein Müh so. Die ist jetzt nicht mehr ganz gerade, sondern so ein Müh. Das merke ich aber beim Brushen tatsächlich mittlerweile. Weil ich die Gun so im Gefühl habe, ich dann merke, dass das nicht 100%, vor allem in ganz kleinen Bereichen, wir arbeiten natürlich hier mega fein, merke ich das sehr schnell, dass das nicht so stimmig ist. Aber hey, du hast nicht hin. This goblin is on fire. She flying on fire. Das heißt, ein scheiß Ohrwurm von vorhin die ganze Zeit in meinem Kopf. In dem Käse. This goblin is on fire. Boah, ich hatte ganz lange, ganz schlimm, weil ich das Reel gemacht habe auf Instagram für meinen Kratos, habe ich diesen, was war das hier von, oh, ich weiß nicht, ist es Maroon 5? Ich weiß gar nicht, ich bin, keine Ahnung, aber dieses Enemy. Und das habe ich dann dauernd gehört, weil ich da rumgefummelt hatte. Da hatte ich wochenlang einen Ohrwurm von.
Ja, wo gibt's den Sharpener? Der muss ja auch vor allem, muss der natürlich auch irgendwo Anwendung finden. Ich kann ja nicht was kaufen, ein Tool und es dann nie benutzen, so wie der Markus. Das geht nicht. Ich muss das Ding natürlich auch einbringen und auch benutzen, sonst ist das ja völlig sinnlos. Wobei ich sagen muss, wenn ich meine Nadel angucke, die ich geschärft habe, die ich mit meinem 3000er-Pad, und das finde ich richtig geil hier. Guck ich mal an, das hier von 3M, dieses softe 3000er-Pad, das noch so ein bisschen, das gibt mega viel nach. Wenn man da noch die Nadel, oh, sieht man, habe ich noch eine, wo ist, guck mal da hier, die schon ganz verwichst ist. Ja, da kann man das super geil dran so abziehen und dann gehen da die ganzen feinen Schleiferriefen raus von dem Schleifstein, von dem Sharpener. Und wenn man die dann poliert, dann sieht die besser aus wie aus dem Werk. Dann ist das Ding einfach wie geleckt. Markus nimmt ja auch mit Glasscheiben als Glaser. Der nimmt gleich eine Glastür und legt zwei Glastüren mit jeweils 100 Kilo auf die Nadel und dann biegt er die wieder gerade. Habe ich jetzt aber mega oft gesehen, dass das auch ganz oft empfohlen wird, Glasscheiben zu nehmen, um die wieder zu begradigen. Also würde ich jetzt nicht machen, weil ich keine Ahnung hätte, wie das funktioniert, aber das habe ich jetzt schon öfters gesehen, auch dass die Leute das tatsächlich machen und dass das auch funktioniert. 100 Kilo Fenster. Minimum 100 Kilo. Minimum. Ja, Markus ist ja ein ganz stabiler Typ. Der schafft das auch. So, weniger saufen und quatschen und ein bisschen mehr malen. A little bit more of olive oil. Wie heißt der hier? Ja, dieser Koch, dieser aus Großbritannien da. Den habe ich eine Zeit lang immer angeguckt, hey. Bei D-Max war das oder so. Und der immer mit seinem A little bit of oil. A little bit of oil. Ja, in jedem Arm ein Glasfenster und dann das Ganze begradigen. So stelle ich mir das vor, wie so ein Tier die Glasscheiben anhebt, das dann versucht zu machen. So. Ah, die Gun will nicht mehr ganz so. Ich putze mal kurz mit meinem Lappen. Einmal kurz die vorne hier, die Düsenkappe, weil da kommt natürlich auch die Luft raus. Und viele machen immer die Nadel sauber, aber nicht die Düsenkappe. Und wenn Dreck an der Düsenkappe ist, dann verzwirbelt das die Luft, verändert den Luftstrom und dann funktioniert das nicht mehr so geil. Luftstrom. Da ist schon das Lallen an, ha? Könnt euch nicht vorstellen, wie mich das genervt hat heute, wo alle schön draußen in der Sonne waren und alles gefeiert haben und Spaß hatten. Ich in meiner kalten, versüfften Garage da drinnen hing, die ist nicht versüfft, die ist blinkblank, aber ich sag ja versüfft. Durften da die ganze Stoßstange drauf fummeln und überall rumflacken unterm Auto, im Auto, überall. Ah, das war richtig unschön. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. War froh, dass es jetzt wieder funktioniert. Wie geil das hier beschissen aussieht hier. So richtig schlimm. Da muss jetzt gleich mal weggemacht werden. Hier ist das Ganze auch ein bisschen heller, weil das wieder... Also der Bereich hier eigentlich ein bisschen heller. Aber
hier das ein bisschen dunkler, dann passt das auch wieder tonal besser. Machen wir nur den Bereich heller und dann hier hochgehend heller. Dann ist das ein bisschen stimmiger. Euch hat es geregnet, Norm. Ja, bei uns war heute nur Sonnenschein. Nur. Ein Schauer gab es, da war ich aber schon oben. Und danach wieder strahlender Sonnenschein, 23 Grad. Also ich habe heute in einer kurzen Hose oben gesessen, habe mich gesonnt, glaube eine Stunde oder so. Das war einfach nur geil. War auch mit den Kids noch im Garten unten. Also das war einfach nur mega. Mega Spaß gemacht. Dann gesehen, wie meine Tochter versucht hat, selber zu schaukeln und sich dauernd so nach hinten schwingt. Nicht so... Juliet, pass auf, nicht so wild, du musst dich festhalten. Ich weiß, Papi, und dann die Sekunde später einmal mit dem Überhang kriegt und mit dem Kopf einmal an der Erde entlang schrammt. Ich so, okay, super. Aber geil. Läuft das Auto wenigstens wieder? Ja, das läuft wieder. Das hat mich heute wieder glücklich gemacht. Erst hat das mit den Farben und dem Porträt so gut geklappt. Das war wirklich geil. Ich meine, ich habe mir Töne gemischt und alles und wusste überhaupt nicht, wie das hinhaut oder so. Und das hat super funktioniert, das hat mich schon mal mega gefreut. Und dann haben wir noch im Auto rumgefummelt und dann hat das auch noch gepasst. Fehler gefunden, korrigiert und alles gemacht. Morgen mache ich mal eine kleine Testfahrt. Flitze ich mal schnell auf die Autobahn, fahre mal meine kurze 250 und dann gucken wir mal, ob alles passt. Aber dann ächzt er gleich, wenn es dann nicht mehr. Wenn dann kein Kühlerwasser ankommt, dann schreit er gleich, der Bordcomputer. Ja, da war ich eh auf dem Bewerbungsgespräch hier 50 Kilometer weiter weg, auch über die Autobahn. Bin auch wieder gefahren, wie so ein Gestörter, hey. Auch wieder Gummi gegeben. Richtig crazy. Aber wenn ich fahren kann, also ich bin kein so ein Assi, der nach 50er oder 30er Zone mit 200 durchfährt, das mache ich nicht. Aber wenn ich die Chance habe, schnell zu fahren, dann mache ich das auch. Und die Autobahn war offen, dann habe ich den Karren wieder getreten, schön mit 220 rumgeballert. Ah, das macht Bock. Da habe ich immer Spaß dran. Vor allem, wenn dann vor mir wieder so ein Punto rauszieht mit 110 oder 120 und ich komme da mit 220 oder so angeschossen. Ein Fest. Das ist immer geil. So, hier ziehe ich das gerade noch mal ein bisschen nach, weil das ging schon so ein bisschen unter. Damit das hier ein bisschen sichtbarer ist. Wird jetzt hier ein bisschen schwieriger, aber wenn wir das Ganze noch mit dem Komplementärton abdunkeln, dann wird das hier drinnen und auch hier außen noch mal ein bisschen dunkler, dann wird das wieder ein bisschen sichtbarer, dann passt das. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Norm, der Spritzer. Wo ich hochgefahren bin, habe ich mir gedacht, dann bin ich ja gefahren wie so ein Asi und habe mir gedacht, so, ja, jetzt fährst du vielleicht nachher mal ein bisschen gediegener zurück. Und dann kam aber Kühlwasser fehlt und so, und da bin ich dann nur noch selber mit 120 gefahren, weil ich keinen Bock hatte, dass ich jetzt hier irgendwie mit dem Motor hinmache oder so, wenn da jetzt gleich mega viel verliert oder so, und habe da natürlich auch drauf geachtet. Und dann war der Spaß auch vorbei, aber da habe ich mir auch kurz gedacht, so, ja, ist in der jetzigen Zeit vielleicht nicht ganz so sinnig, aber ich kann das nicht abstellen. Und dann fahre ich und dann pimmelt vor mir einer mit seinen 150 und dann 60 rum und dann ziehe ich halt doch vorbei und dann gebe ich wieder Gas und dann irgendwie bist du wieder bei über 200, denkst du wieder nichts bei und dann ach, das ist ein Stück Freiheit, aber ich höre natürlich auch noch wie so ein Prollo natürlich mit meiner fetten Soundanlage, die da drin ist, natürlich auch noch Mucke bis zum geht nicht mehr. Ach, das Autofahren ist für mich, da bin ich immer in einer anderen Sphäre, aber ich kaum, also ich habe bis jetzt einen Unfall gehabt, muss man auch dazu sagen. Einen Unfall habe ich produziert. Tatsächlich auch mit meinem Opel. Mit meinem schönen Opel.
habe ich tatsächlich einen Totalschaden hingelegt. Den Kahn habe ich aber wieder mit meinem Schwager komplett gerichtet. Ja, das war bitter. Das war noch direkt an meinem Geburtstag. Da habe ich einmal kurz einen Honda Civic zerlegt. Der war total schaden. Meiner war halt vorne kaputt. Gut, ich muss sagen, was habe ich vorne? Wir haben alles gerichtet. Ich habe trotzdem 2.500 Euro gezahlt an Teile, aber nicht an Zeit. Und auf der Richtbank war auch noch vorne. Aber da hat dann das war so cool, der Kumpel, der den gerichtet hat, der hat gesagt, Alter, ich habe erst vor kurzem wieder ein X5 hier gehabt und der scheiß Opel Insignia, der ist ja vorne herum genauso krass gebaut. Wahrscheinlich ein Grund, warum der überhaupt, sag ich mal, auch nicht gleich komplett total Schaden war. Und der hat also ein mega stabiles Chassis ringsrum vorne. Das war mein Glück im Endeffekt irgendwo auch. Man konnte mal relativ viel machen. Ging das schon. Aber das war natürlich an meinem Geburtstag an ungeil. Natürlich dann hier. Das war noch direkt in der Nähe von meinen Eltern. Und dann habe ich natürlich erstmal die angerufen, damit die mich auch noch irgendwie nach Hause fahren und so. Und dann kam ich nach Hause. Und meine Frau so, hey, alles gut zum Geburtstag. Ich so, ah, scheiße, ich hab's Auto zerlegt und so. Und die so, oh nee, das gibt's nicht. Hat sie gesagt, du fühlst mich verarschen. Dann sag ich, wieso? Jetzt hat die mir neue Sitzbezüge gekauft. Also richtig schöne Lederdinger. Und dann hatte ich das Zeug noch so in der Hand und der Kahn war einfach Schrott. Und ich so, ey, geil. Richtig cool. Oder der Civic sah auch übel aus. Hey, den habe ich richtig abgeschossen. Hey. Den habe ich richtig zerlegt. Ja, das kennst du, Norm. Ja, so ist das. Nee, da ist keinem was passiert. Der Civic-Fahrer war ein junger, blutiger Anfänger. Der war irgendwie so ein ganz zierlicher mit Brille, der so ein bisschen Harry Potter-Stil hatte. Und der konnte gar nichts mehr. Der konnte nicht mehr stehen, der konnte gar nicht. Der war völlig so. Ich so, hey, brauchst du einen Krankenwagen? Ah, sag ich, brauchst du einen Krankenwagen? Nee, sag ich, ich rufe trotzdem ein. Nicht, dass die Pfeife nachher unter Schock steht und nachher umfällt oder so. Dann haben wir schon alles kommen lassen. Ja, aber das bin ich froh, dass die Karre jetzt noch läuft. Dass wir das noch gemanagt bekommen haben. Gehen wir ans Detailing ran hier ein bisschen. Hier so ein bisschen den Rand. Halt den Rand! So. Also so ein Step würde ich normalerweise nicht auf der Leinwand oder so wichtig mit der Gun machen in Weiß. Aber da wir das natürlich hier jetzt nicht machen können, vor allem wenn wir das monochrom machen. Bimonochrom. Monochrom ist ja einfarbig, aber wir haben ja hier zwei Töne, grün und violett. Ehrlich genommen haben wir eigentlich fünf Töne, vier. Aber das passt schon. Jetzt ziehe ich das hier nochmal ein bisschen nach. Ach, das kommt schon sehr cool, das wirkt sehr plastisch, das gefällt mir. Und hier gefällt mir eben der Look von dem Glasradierer, weil der noch so ein bisschen dieses Comichafte noch ein bisschen mehr rauszieht. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja, schon ganz nice. So für euch mal, damit ihr auch mal wieder das ganze Bild seht. Ja? Sonst seht ihr die ganze Zeit nur einen Ausschnitt und denkt euch hier, was macht der da für einen Scheiß? Ich hätte ja gar kein Problem, auch dem Bild noch irgendwie in den Hintergrund zu geben, was Neutrales. Müsste irgendwas Graues oder so. Das wäre völlig okay, aber. Nachdem ich gemerkt habe, dass das Abmaskieren mit der Abmaskifolie hier auf dem Synthetikpapier nicht ganz so geil ist, da habe ich jetzt mittlerweile gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen werde ich den wahrscheinlich auch hier erstmal so lassen, wie er ist. Und den Hintergrund erstmal nicht einarbeiten, sondern echt nur die zwei Töne hier sich rausschauen lassen. Sagen wir es mal, wie es ist.
Ein bisschen Lurger. Ach, das kommt schon cool. Das macht irgendwie. Also, ich habe heute wirklich so richtig zen-mäßig an meinem Bild gesessen, an dem Porträt und habe gekratzt und geschabt und habe dann richtig gemerkt, wie mir das Freude gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, so, so langsam finde ich es geil. Langsam verstehe ich den Grund, warum die Leute das gerne machen. Das ist eigentlich auch so viel. Das ist recht simpel, oder was heißt simpel, aber das ist halt schnell gemacht irgendwie so. Mit der Gun ist das natürlich die zehnfache Arbeit. Ja, die habe ich gerade ausgemacht. Hört man das denn, die Absaugung? Das müsste ich nur wissen. Dann kann ich das Mikrofon ein bisschen leiser stellen. Das sollte dann noch passen. Also wenn irgendwas ist oder soundtechnisch, müsst ihr nur Bescheid sagen. Dann kann ich das anpassen. So. Der Nipsi ist wieder da. Judas. Ja, wir sind hier wieder, wir sind hier fast fertig. Ich sag, ich mache heute gerne mal so, ja, 21 Uhr ist eigentlich schon wieder viel länger, als ich machen wollte ursprünglich. Ja. Was macht denn das Eishockey? Hm? So, dann passt das viel, viel besser. Ich habe mal ein bisschen das Mikrofon runtergeredet, Enrico. Vielleicht passt das ja dann schon. Einfach mal Bescheid geben, wenn ich die wieder anmache. Ich mache es jetzt mal an, einfach nur. Hört ihr die jetzt, wenn ich die auf die Einstellung drin habe? Leider 0 zu 1, ja, das ist immer. Ja, ist halt kein Airbrush. Ah, ist immer kacke, wenn die Ding verlieren. Hört man noch, ja? Ein bisschen hier, so ein bisschen. Ich habe vorhin ein bisschen. Ja, es muss halt so passen, dass die Leute sich das, dass man es gut hören kann. Nicht, dass ihr hier stundenlang das Gerappel auf den Ohren habt, dann ist das natürlich nicht so geil. Ich habe vorhin das Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, damit ich hier besser regulieren kann. Deswegen einfach nur Bescheid geben. Sodale. Leider 0 zu 1. So ist das. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht doch noch hier so ein bisschen das reinmachen soll. Ein bisschen Farbe habe ich noch. Ich ärgere mit der Frau, weil ich jetzt nicht aufhöre. Ich ziehe jetzt noch hier schnell den Rand einmal nach. Das mache ich jetzt noch fix. Aber was ich halt merke, warum die Nadel auch nicht ganz mehr so geil ist, weil ich sie heute Morgen ein bisschen angedetscht habe, ist, wenn sie so spuckt. Also wenn der Strich einfach so kleine Pünktchen drin hat, dann weiß ich, dass die krumm ist ein bisschen. Das ist nicht mal viel, aber das reicht hier aus, um die Gun ein bisschen mich zu ärgern, aber das ist noch minimal, deswegen kann ich damit auch jetzt noch gut arbeiten. Aber das ist immer so ein Indiz für mich. Dann weiß ich direkt, okay. Hier ist was in Ordnung. Hier muss ich jetzt auch nochmal schnell, bevor ich das vergesse, nächste Mal nochmal eine härtere Kante ziehen bei dem hier, weil der verschwindet natürlich auch im eigenen Ton. Das ist halt, das Referenzbild ist halt nicht so, wie ich das jetzt mal. Das ist auch völlig in Ordnung so und finde ich auch ganz gut so, dass das nicht so ist. Aber durch das monochrome Malen ist natürlich auch der Nachteil, dass natürlich die Sachen hier sonst untergehen, wenn ich das nicht so mache. Es geht natürlich hier knallhart in der eigenen, im eigenen Ding unter. In dem Fall will ich das bei der Faust nicht, weil die ganz weit vorne ist. Auch wenn sie untenrum sehr dunkel ist, nehme ich die jetzt hier nochmal absichtlich vollhell raus. Da muss man halt selber ein bisschen Gefühl haben, ein bisschen was machen.
passt das nämlich jetzt hier viel besser. Und im Notfall kann ich die immer noch mit Violett wieder nachher einfärben oder mit wieder abdunkeln oder. Dann habe ich dann wieder genug Möglichkeiten, an der Hand das nochmal ein bisschen anzupassen. Das ist schon ganz geil. Ärger mit der Frau. Selten. Wir harmonieren Gott sei Dank sehr, sehr gut. Das ist wirklich, da haben wir null Probleme. Das ist das Feine. Ah, aber ich finde das bockt mich. Der Koppeln. Ein kleines bisschen, komm. Bis die Farbe leer ist. Nein, da habe ich viel drin. Ja, wenn ich mit euch immer brush, fliegt die Zeit immer. Das ist Wahnsinn. Zeit ist immer weg. Es geht so ratzifatzi. Ratzifatzi. Kommt irgendwie so geil. Also der Dinger gefällt mir so gut. Irgendwie das Zweifarbige nur. Das kommt jetzt schon so geil. Und dann das Ganze nachher einfach noch runternehmen. Ist herrlich. Ich bin gerade mal am Schauen. Wenn die liebe Elke denn Lust hat, ein bisschen mit mir zu quatschen, können wir das gerne noch machen. Dann bin ich jetzt nicht so allein. Ich will jetzt auch keine Musik. Aber das gucke ich jetzt einfach mal. Wenn die Elke da ist, dann gucken wir nochmal, ob die Elke möchte. Einmal Kopfhörer auf. Gucken wir mal, ob einer der Moderatoren hier Bock hat reinzukommen. Ob sie es aushalten von mir. Internet hängt. Oh, bei mir. Oh ja. Oh ja, ich sehe es. Oh, das hängt bei mir gerade hart. Oh ja, oh ja. Puh, da hat man meine Verbindung gerade mal kurz abgekackt. Aber wie? Oh, jetzt schon wieder. Ich hoffe, ich fängt sich das noch. Wenn es rot wird, wird es kritisch. Boah, das war mies. Hoffentlich fängt sich das noch. Ich hoffe, der Stream läuft noch. Bei mir blinkt der hier zwischen rot und orange rum, statt permanent grün. Und die Verbindung geht ein bisschen runter, unter 1000 Kilobytes. Ah. Hoffe immer, dass das einigermaßen hinhaut. Hallo. Hallo. Hast du den Channel hier? Hörst du mich? Oder kannst du hier rein? Ja, natürlich höre ich dich. Gut, ich bin da. Hast du den Channel jetzt nicht gesehen? Bist du nicht reingekommen? Von selber? Doch, ich bin doch hier bei der. Ich bin doch. Warte. Warte, ja, ich geh mal raus und dann gucke ich nein, mal. Nein, ich hab dich da jetzt gerade mal komisch reingezogen, deswegen. Ah, okay, gut.
Ich hoffe, okay, dass es... Läuft aber kein Hemd. Schau mal, wir warten mal kurz. Ja. Es ruckelt so vor sich hin. Jetzt sehe ich das bei mir. Ja, jetzt geht's wieder. Verbindung. Ja, ich sehe jetzt, jetzt hat er sich wieder gefangen. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Sekunden, bis das wieder... Dass das Witzige ist, dass wenn ich das nachher runterlade, das Video, und zum Beispiel bei YouTube hochlade und so, dann ist das wieder flüssig. Also der kompensiert das, dann nimmt das jetzt trotzdem, sag ich mal, flüssig auf. Ah. Und obwohl die Verbindung stockte, ich keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das funktioniert tatsächlich recht gut. Ja, jetzt ich habe es vorhin gerade, wo Leute gesagt haben, oh, es ruckelt, und ich gucke dann nach unten, habe ich so ein schönes Fleckchen mit Kilobytes, und dann sehe ich immer die 6000 und dann sehe ich auf einmal 1526, so, es blinkt schon rot und schreit mich an und sagt, Alter, nicht so, nein. Ja, Elke, wie geht's dir? Ja, gut, danke. Ich war halt Fahrradfahren. Oi. Ja, gut eingepackt. Es war so ein kalter Wind und dann sind wir doch irgendwie in die Sonne gekommen und dann war es gleich heiß. Aber das ist doch das Miese dran, dieser kalte Wind. Also das habe ich heute auch gemerkt, das war einfach... Das ist halt genau das, wo du halt nachher krank bist, weil ich dann schwitze und dann, ja... Aber wir werden nicht krank, wir bleiben gesund. Und zur Not haben wir ja noch eine Creme. Ja, Thymian. Weißt du, was an dem Goblin richtig cool kommt? Was? Diese Falten, ja, von dem, was ist das, so eine Weste, was der anhat und genau. So. Und dann der krasse Gegensatz zu dieser Müpfelzitz da oben, also diese Kappe da. Wie glatt und wie wirklich richtig geil 3D das kommt, gell? Voll cool. Ja, finde ich auch jetzt cool. Und wenn man jetzt natürlich den mal in live gesehen hat und man weiß, wie klein dieses Scheißding ist, hat natürlich schon fett was. Die Gun ist ungefähr genauso breit. Aber heute lassen mich mal meine Jungs ja richtig im Stich, oder? Ja, voll. Daniels guckt lieber Eishockey. Was sind das für Prioritäten? Ich musste wenigstens zum Elternabend. Das war wenigstens eine echte Ausrede, aber also das geht gar nicht. Das ist wenigstens noch eine Ausrede, mit das der kann ich... Das geht gar nicht. Mit der kann ich noch leben, aber Eishockey, das ist ja voll Teufel. Also es geht gar nicht. Also, schon frech. Was ist mit dem Buchhalter? Nee, der ist da. Das Buchhalter unterwegs. Der kleine Buchhalter, ich finde ihn klasse. Mein Buchhalter ist heute zu Hause und hat mir erlaubt, dass ich das jetzt machen darf. Der bringt auch die Tochter ins Bett, siehst du? Ja, aber er kam wirklich spät heim und dann legt er sich ins Bett und zieht durch, holst mal kurz fett den Wald ab, du. Und dann will ich ja immer gerade so überlegst, ja, ich habe schon eine Fliegenklatsche neben mir am Bett. Dann denke ich immer, irgendwann ziehe ich mal voll durch. Aber in dem Moment, wo du dann wirklich so kurz vorm Ermorden bist, dann hört er ja auf. Und dann hast du wieder Angst, oh Scheiße, ist der jetzt am Abnippeln oder was ist los? Dann kannst du halt mal durchziehen. Das Ding ist, Elke, mein bester Kumpel damals, der hatte auch so mega das Schnarchen, das war richtig schlimm. Und bei dem zu übernachten, also das, ich bin jemand, ich kann das 0,0 ertragen. Bei mir muss es immer so mucksmäuschen still sein, wie es nur geht. Und ich fand das so richtig schlimm, wenn die Leute so ein übelstes Schnarchen haben. Ich habe Respekt an alle, die das aushalten, aber ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich würde durchdrehen. Normal macht es echt nichts aus, wenn ich vorher schlafe und wenn ich nicht dabei aufwache. Aber naja, mit Alkohol schnarcht sich's halt einfach leichter. Also, hallo Janne. Ja, Janne ist auch wieder mit dabei. Wie schön. Und natürlich auch hoffentlich der Hut aufgestellt. Es kostet. Natürlich kostet es mehr, wenn ich alleine bin. Dann bin ich ja exklusiv dabei. Ja. Man muss das nicht immer mit Nils teilen. Gibt es einen Exklusivtarif? Ich habe leider nicht die Stimme wie der Nils. Ich kann das leider nicht so gut machen. Es wird schwierig, wenn ich tief rede. Das passt nicht. Der Enrico rauft sich schon die Haare, oder wie? Rauft sich die Haare.
Warte, ich muss das Klapp mein Tablet anders aufstellen. Ich sehe irgendwie den Smiley nicht richtig. Oder denkt ihr wieder. Ich kenne die Smileys hier so gut wie eh nicht alle. Vor allem Rico denkt gerade, oh Scheiße, jetzt ist die Schwabenbraut wieder dabei. Ja, Schwabenpower hier, ganz einfach. Schwabenpower ist das neue Label. Ja, ich bin zwar in Bayern, aber wirklich? Ich bin ein geborener Schwabe. Schwabenpower. Aber heute hast du total der Bodenseeslang drauf. Den hört man normalerweise nie bei dir raus, aber der hast du halt voll drauf. Der hat Kopfschmerzen. Der Enrico hat Kopfschmerzen. Zu viel gesoffen, 1. Mai. Tanz in den Mai. Zu viel Kokain, hä? Du sollst keine so Worte sagen, sonst wird's wieder. Dann sagst du nachher, liegt's an mir. Kaum bin ich drin. Ja, guck schon nochmal bei YouTube. Und ich bin wieder der Schlimmste, der selber die ganze Zeit sowas sagt, gell? Guck doch, Manni. Das ist schon gut so. Du kannst den Meister am besten. So, im Moment kann ich den ganz einfach nachmachen. Oh je, jetzt habe ich schon voll Kopfweh. Irgendwie bleibe ich heute bloß im Bett. Oh, der wird heute sich richtig zerlegen, der Markus. 100%. Der wird schon, der ist sicher im Koma. Weil normal gehen die ja morgens los mit dem Bollerwagen und dann gib ihm Saures nochmal. Und der ist ja schon, ach, deshalb war der am Samstag nur im Bett. Jetzt ist alles klar. Wo ich seine Hilfe war. Ich bin im Bett. Ich stehe heute nicht mehr auf. Das ist ein Scheißwetter. Und dann hat sich der Manni dazu gesellt, genau. Und der Manni war ja ganz stolz, dass er jetzt das mit seiner Kamera hat, gell? Alles geregelt. Und dann sagt er, macht endlich mal die Kamera jetzt an. Macht die Kamera an, können wir das testen. Und Markus immer, neu, mach keine Kamera an. Ich liege ja noch im Bett. Ich brauche da jetzt keine Kamera. Und kaum hatte ich die Kamera an, war es dann ganz klar, gell? Dann kam er natürlich dazu. Das konnte er natürlich dann nicht auf sich sitzen lassen. Geil. Wobei, dafür ist eben auch die Community. Da hast du eine Frage und dann kannst du mal ganz kurz, kriegst du sofort eine Antwort, gell? Das war ist halt schon cool. Was auch mich mega entlastet, weil einfach fähige Leute und gute Leute jetzt hier sind, auf die ich mich auch wirklich verlassen kann. Wie dem Markus, Nils, Manne und. Ja, ja, ich bin der fragt. Die braucht man auch. Naja, du bist ja auch schon fleißig. Und das ist für mich eine mega Entlastung, weil ich ja nicht 24-7 auf das Ding gucken kann. Oder wie ich naja, das wird man aber schon erwarten. Also das erwarten wir eigentlich schon so. Du als Guru musst, eigentlich hast du ja nichts anderes zu tun am Tag. Ja, ich nur auf die Kiste zu starren. Und ich schaue, ich bin am Auto schrauben und dann ploppt ein Ding nach dem anderen auf. Und ich so, oh, was ist jetzt schon wieder los? Und dann, haha, puh, jemand macht schon. Perfekt. Ja gut, da ist der Markus natürlich mega schnell. Ja. Und vor allem auch echt, auch und Manne ist mittlerweile auch ganz extrem, gell? Also unser Manne, wenn der nicht, kann's. Der hat, der Manne läutet sein Glöckchen und dann kommt Janne. Und dann geht's los. Schon gut, so eine Schildmaid im Nacken zu haben, gell, Manni? Ja, wer es kann, der kann's. Ja, man muss sie einfach von Anfang an richtig ziehen. Habe ich irgendwie auch verpennt. Warst du, was? Oh Gott, was? Warst du da auch? Nein. Nein, mein lieber Hase. Nein. Guck mal, da schreibt er, Nils, weil er hat ja jetzt kurz Zeit in der Pause. Ah, lässt mich hier echt hängen. Du bist böse. Und sonst sitzt er in seinem fetten Sessel und macht sich's bequem. Ich krieg das Bild so nicht cool. mehr. Ich krieg das Bild nicht mehr ja, aus nicht. Dem Kopf. Al Capone sitzt in seinem Sessel, ganz relaxed. Ich weiß schon gar nicht mehr, auf welchem Arschbacken ich hier sitzen muss, weil es so unbequem war. Und Al Capone sitzt und genießt. Ich mit roten sagen, Backen. Als kleiner Disclaimer für alle, die das jetzt nicht kapieren. Wir hatten am Freitag einfach so bei Discord unseren Stammtisch. Der ist jetzt Freitag und Samstag so immer spontaner, ja. Und dann hatten wir alle irgendwie so eine richtig geile Party zu 6, zu 7 und dann hatten wir alle die Webcam an und dann haben wir da richtig Fets gemacht. Aber es war geil, das fand ich richtig cool. Es war heftig, war echt heftig witzig.
Ja. Und dann vor allem, wenn man halt eben vorher ja sich nur hört, gell, dann ist das ja ganz anders. Spiel läuft schon wieder und ich höre trotzdem zu. Ja, das erwarte ich auch, Hase. Also Prioritäten, mal kurz unterbrechen, wechseln, Nils. Also das muss einfach sein, hallo. Entweder sind wir wichtig oder sind wir nicht wichtig. Also, ne? Und wir sind wichtig. Der wird jetzt hart getriggert. Weißt du, Nils, ich weiß gar nicht, wie ich dich hier ersetzen soll. So eine erotische, wenn ich jetzt eine richtig erotische Stimme Erotisch. hier reinhauch, dann darf es in YouTube nicht mehr hochladen. Also dann ist es Ja. ja auch doof. Also, und ich habe halt einfach keine sexy Stimme. Da kann ich machen, was ich will. Ja, keine Ich pornografischen hoffe, Inhalte. ich schaffe es auch mal. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall war dieser Möchtegern-Stammtisch, das war schon so richtig. Also Norm, wir warten auf dich. Und achte darauf, was du anhast, weil irgendwann kommt wieder einer auf die blöde Idee, diese Kamera anzumachen. Und dann passiert es da halt so, dass du auf einmal so dastehst, wie du halt bist. Also bitte in Hosen und angezogen. Ja, im Sommer Guck, gibt der es nichts Manni war auch ganz Besseres. happy. Ja, siehst Naja. du. Im Sommer gibt es nichts Schöneres, als in der Unterbuchs zu airbrushen. Gibt es nichts Feineres. Dann schön auf dem warmen Ledersessel, damit das einmal schön richtig durchschwitzt. So dass, wenn du dann aufstehst, dass immer so, weißt Genau, so schmatzt so richtig schön. du, ja, bei uns Frauen schmatzt es dann richtig, dann solange sie es nicht festsaugt, ist alles gut. Was Genau. ich. Ja, Oh, der mit der seinem Manni. Hanso. Der Nils Jetzt mit sind wir. seiner Kategorie Hanso Weißt du, jetzt sind wir Pornogun. HSler einfach total abgefertigt. Jetzt sind wir einfach nicht mehr der Wert. Ich glaube, die Iwata, die ist, glaube ich, nicht schlecht, aber. Weißt du, was mir so brutal gefällt, was sie da einmal erzählen? Dass man so viel näher am Maluntergrund ist. Dass man da einfach ein Stück näher dran ist. Ich glaube, da kriegst du dann, und dadurch kriegst du auch diese wahnsinnsfeine Linien dann auch mit hin. Das Ich schaffe glaube, ich das auch mit spricht schon jeder anderen. schwer für sie. Das kriege ich auch mit jeder anderen gar nicht. Das ist Übungssache. Aber ich verstehe noch nicht, warum man dadurch näher rangeht. Das habe ich Ja, ehrlich die hat gesagt doch noch einen nicht. anderen Abstand, andere Bauweise, oder? Der doch einfach ist sie näher dran. Weiß ich gar nicht. Habe ich gelesen, nicht verstanden und nicht mehr nachgefragt. Als Nie Meister mit. auf dem Server, da fragt man sowas nicht nach. Nils. Nie mit freiem Dingdang in den Chat kommen. Ja, guck mal, er schreibt sogar mit. Ich bin 1:1. Okay, er ist gerade im Freudenrausch, deshalb. Hey, meine Frau hat heute gesagt, sie macht die Chakalaka-Chips auf. Die heißen nicht so. Chakalaka-Chips. Dann habe ich zu ihr Echt? gesagt, Schatz, pass bloß auf, heute Abend mache ich auch noch Chakalaka mit dir. Was Weil hat sie das da drauf ist geantwortet? Ich habe gar nichts. Kopfschmerzen. Hey, Guck, der Kopfschmerz. weil der Trigger weiter vorne sitzt. Also hat es doch mit dieser Bauweise zu tun. Oh je, jetzt hängt alles wieder. Hörst du mich noch? Ich höre dich, also ich habe Ja. 6000, Okay, 5000. das Bild hat gerade wieder. Kann sein, dass meine Frau sich wieder irgendwelche heimlichen Pornos anguckt, dann wird das wieder. Ja, dann ist ja alles gewappnet für Chakalaka heute Abend. Wenn man sich schon Appetit holt, dann kann es ja nur noch klappen. Wenn dann das Kind kommt und sagt, Das ist immer der beste Zeitpunkt, wenn das ja. Babyfon angeht. Aber Ja, hey, wenn es konnte. sei froh, solange nur das Babyfon angeht. Wenn die dann von alleine reinkommen, dann wird es blöder. Da warte Was ich macht ihr jetzt schon da? drauf. Was macht ihr da? Mama ist gestürzt und ich habe versucht, sie aufzuheben. Dabei ist meine Hose herabgerutscht. Ich glaube, irgendwie sowas. Das wird noch Genau. ganz Ja. interessant. Das ist doch in dem Film, das kleine Arschloch ist doch auch. Als er mit reinkommt, oder wie war das? Ey, Ja, da kommt da ist ja mit auch so dem eine kleinen Rolle. Arschloch. Wie alt ist das schon? Und wie lange ist das her? Das ist ja schon Ja, Ewigkeiten Entschuldigung, ich bin ja auch keine 20 mehr. her. Wie Ja, hatten die ich leider auch geheißen? nicht. Wie hatten die Nachbarin geheißen?
Du fragst mich jetzt. Den Film habe ich nur einmal gesehen. Ah. Frau Koschmitter! Frau Koschmitter! Frau Koschmitter war es, in die er verliebt war. Siehste? Und der Luft, was? Und der Luftfluss, der macht es auch. Weil der Trigger weiter vorne sitzt in der Luftflucht macht. Scheiß Thema, okay. Bei uns was? Hieß es massieren. Der Enrico. Enrico, ne, freilich, da hast halt schon wieder die Schnauze voll. Ach je, scheiß Thema. Ah, der Enrico hat einen geilen Bart, gell? Ja, der hat so einen richtigen Wikingerbart. Ach, geil, ja, das sieht richtig, richtig heiß. Da bleibt auch alles Essen drin hängen. Soll ich dir mal erzählen? Ich war heute nochmal einkaufen im Edeka. Oh. Nee, war es gestern. Tschüss, gestern. Norm. Ciao, Norm geht gerade ins Bett. Da war ich nochmal einkaufen und dann war der Typ an der Theke, der hatte auch so einen, der hatte so einen richtigen, wie der Björn, so ein Haar, wo hinten der Zopf runterging, also eine Halbglatze, und der ging auch schon fast bis zur Mitte des Rückens, und auch so einen fetten Bart, und dann habe ich lauter Bier eingekauft und anderes Zeug, und habe ihn angeguckt, und gesagt, Skoll, und dann hat er nur noch gelacht, er hat nur noch gelacht und mich angeguckt, das war auch so witzig. So richtig bescheuert war das. Guck, der Norm geht ins Bett. Und der Nils weiß es, Inge Koschmitter war's. Ja, siehst du, war gar nicht so schlecht mit Koschmitter. Schon ein Klugscheißer. Wie kann man auch noch so viel wissen? Ja, das habe ich ja zu dir gesagt. Der ist schon ganz schön schlau. Oder er tut nur so, aber der ist schon so schlau, gell? Ja, ja. Aber gut, in dem Alter hast du ja Lebenserfahrung. Dann musst du ja ein bisschen was mitgenommen haben von der Welt. Oh, bei uns ist der Ex-Mann von Janne reingekommen. Das war lustig. Oh ja, den nimmt man halt auch noch mit, so wie ich den Mann jetzt kenne. Oh je, der Norm muss morgen um 5 raus. Das wäre mir zu früh. Norm, vielen Dank, dass du da warst. Schlaf gut, schöne Träume. Genau. Von vielen kleinen Goblins. Das ein Goblin in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Guck mal, was ich bei dem hier gerade mache. Man sieht das hier gar nicht mehr so gut. Weil das sehe ich jetzt, das Schatten schon. Aber ich lasse den ganzen Bereich hier heller. Du siehst natürlich jetzt 20 Sekunden Delay, ist das ja, ist ja wurscht. Ich will gerade sagen. Aber den ganzen also diesen ganzen Wappenrock oder dieses Kostüm, was der anhat, das lasse ich voll hell. Weil das natürlich viel weiter hinten ist und das passt auch ganz gut. Ja. Ja. Und das, die Faust und so, die vorne ist, die hat ja wieder eine ganz andere Farbgebung. Das passt irgendwie ganz gut. Es wirkt jetzt auch gut mit der Faust vorne. Weißt du, dass die viel weiter vorne ist dadurch? Ja, die also hast du mehr Faust Tiefe. Gut. Ja. Find ich 4 Uhr. Enrico muss um 4.20 Uhr raus. Aber egal. Guck, Prioritäten setzen, da haben wir es wieder. Die einen sind halt da und die anderen schwächeln. Sorry. Norm, bist halt doch, kriegt ein Tütü an, ein Schwädchen. Die anderen gucken so einen Scheiß wie Eishockey. Wer guckt denn in Deutschland nur Eishockey? Da kannst du da gerade Rocky gucken. Ich kenne einen, Nils. Aber was willst du erwarten? Der lästern jetzt das einfach waren, hart. Das waren Sätze, die mich geprägt haben. Inge Koschmitter hat mir den Brief drin. Ja, der kennt den Film noch gut. Ach, wie goldig. Aber weißt du, jetzt macht er voll einen auf Frau, gell, der Nils. Multitasking. Auf der einen Seite Eishockey, auf der anderen Seite mit uns hier, dass er doch nichts verpasst. Siehst, der hat doch Angst. Die Wissensbisse, das ist das Gewissen. Das personifizierte Gewissen der Goblin. Das ist das personifizierte Böse bei Nils. Das war jetzt ein schwieriges Wort für dich, der ist gerade. Ja, man merkt so langsam. Goldig. Heute war ein langer Tag. Ah ja, wenn man schon morgens anfängt mit Porträt, also da hast du es dann schon gegeben. Ja, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, 4 Stunden oder so. Oder, ja, waren nicht 4 Stunden, aber ich glaube so 3 oder 2,5 waren es auf jeden Fall. Aber das Porträt, für das, wenn du jetzt sagst, dass es wirklich so für dich jetzt auch in Anführungsstrichen Neuland ist, also es macht schon fett was her. Und es wirkt, also die Farbe wirkt so bombenweich. Also ich bin echt hin und weg. Aber das ist nicht ganz so weit. Man sieht es vielleicht nicht, aber... Ja, bam. Ja, man sieht cool. So nicht mehr so geil, aber
Ja, das wirkt halt noch mal ein bisschen anders. Ja, durch die Komprimierung und so ist das noch mal ein bisschen weicher, aber ich finde, der Farbton ist im Naturrad noch mal viel schöner. Aber ich habe halt überall so ein bisschen die Poren reingekratzt. Was ist Ja, die aber es sieht Linse schon da? geil aus. Auch Ich über der finde. Lippe, gell? So Genau. über der Lippe und gerade Kinn oder so, also der Das es Auge ist ein, gefällt mir mega gut. Das gefällt mir echt am ja, meisten. ganz Wirkt geile auf jeden Fall. Augenfarbe. Also Kommt schon ganz richtig cool. schön. Ja, Uah, möchte ich das auch Wasser. können. Sieht Niesen. stark aus. Für euch Unwissenden, der Mai ist immer Eishockey-Zeit. Start der Playoffs und WM. Das muss man sehen. Ja, okay. Du musst es vielleicht sehen. Ah, schon geil. Hat schon fett was. Gell, wenn du da jetzt dein Dingsbums, den einen, wie heißt der? Sag mal es geschwind, wo du gemacht hast, daneben Kratos. hältst, gell? Nee, nee, weißt auch Porträt. Oh, mit der Waffe, der Mickey Rourke, der Mickey, der. Oh. Sag doch, welchen haben Der wir? John McClane hier. Ja, genau. Weißt, Bruce wenn du das Willis. daneben ranhältst, ja, genau, Bruce Willis. Wenn du da jetzt die Farben anguckst und das anguckst, das ist echt wie 100%, gell? Also, Ja. schon geil. Man sieht einfach, dass Da ich es da siehst du nicht mal. kapiert habe und auch nicht die Ahnung hatte. Und Ja, das aber weißt, sieht. da muss ja auch erstmal jemand kommen und dich drauf mit der Nase draufdrücken. Ja, so ungefähr. Da sprichst du vom roten Punkt und dann keiner glaubt's. Im nächsten Video zeige Schön. ich dir noch meinen geilen Trick. So. Abracadabra, Hose weg, oder wie? Der Chuck Chuck Norris. Norris. Nee, Celine Dion. Und wenn es die Genau. nicht wird, dann war es nur ein Übungsbild. Da hätten wir wieder alle beieinander, gell? Da ist das geil. Nee, ich bin durch für heute. Guck's dir an. Ist doch mehr gemacht, als ich Schon wollte. geil. Ja. Ja, das Ich ist habe. jetzt da unten ganz schnell gelaufen, gell? Ja, aber ich habe jetzt auch Das war jetzt auch nebenher nicht mehr ganz gehört, so. wie die Kinder geschrien haben und weiß, dass dann ich in der HE wieder allein im Wohnzimmer sitze. Deswegen habe ich mir gedacht, kann War ich es nicht gerade noch ein ganz so bisschen. schlimm. Genau. Schucken bei Ihnen. Ist schon Nee, ist geil. cool. Also Passt. vor allem, ich finde es echt cool, wenn man dran denkt, wirklich wie klein das Dingens ist. Und wenn ich weiß ja jetzt wirklich, wie die Farben in Natura nochmal anders aussehen. Boah, schon Hammer. Ja, der wird richtig Cool. geil. Der macht richtig Spaß. Und noch ein Foto für Und das dich. überlegst du jetzt schon noch mit dem Hintergrund was? Das überlegst du noch. Ja, da muss ich aber zu viel abkleben. Das wird halt ein bisschen oh, einmal hier Ja, dann komplett machst du halt fertig. mal einfach so, wie es Könner machen, ohne. Also. Ja. Nee. Hup, hup, 2-1. Ja, Nils, das hat jetzt nur damit zu tun, weil du bei uns noch dabei warst. Tja, siehst du, hättest du mal früher mit Jetzt reingeguckt. gehen wir offline und dann direkt 3-2. Dann kacken Nee, perfekt, weil weißt du, Schön. so können wir beim nächsten, bei der nächsten Session mal mit dem grünen Abdunkeln anfangen. Fangen wir mal Alles, an, alles runter. Ja. das dunkel zu machen, dann nehmen wir eben das Grün und das Violett rein, ein bisschen, und dann Ah, haben wir einen das wird schönen. sicher Bombe. Also das wird sicher interessant, wie sich die Farben denn verändern. Der wird die Gun auf jeden Fall richtig schön sauber gemacht, damit die 100% funktioniert. Vor allem im Gesicht, da habe ich natürlich nur noch eine Chance und keine mehr. Aber Vor das allem. kommt geil, glaube ich. Cool. So, dann, ihr Schön. Lieben. 3 Stunden gestreamt, passt. Ich bin jetzt raus. Und dann sehen wir uns einfach beim Wunderschönen nächsten Mal. Abend. Schlaft alle gut. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach.